Ich habe heute Abend neben mir den Daniel. Der Daniel ist kein unbekanntes Gesicht bei uns in Nürnberg. Er hat vor ungefähr einem Jahr zusammen mit dem Sebastian bereits einen Donnerstalk gemacht. Das war, glaube ich, im Sommer, wenn ich mich richtig erinnere. Möglich, ja. Schon wieder so lange her. Wahnsinn. Also auch er zu deiner Person. Den würden wir euch natürlich auch herzlichst empfehlen, wenn ihr jetzt sagt, den Daniel habe ich vielleicht mal gesehen, aber ich weiß nicht, was er so macht. Ja. Ansonsten würde ich sagen, vielleicht erzählst du uns vielleicht noch kurz, was du machst, bevor wir in unsere eigentliche Thematik. Hallo erstmal, schön, dass so viele da sind. Ich bin hauptberuflich eigentlich Erzieher. Das heißt, alles, was ich so fotografisch mache, ist hobbymäßig lange gewesen und jetzt seit 1 oder 2 Jahren wirklich nebenberuflich. Und fotografieren tue ich seit 12 Jahren, roundabout, Schwerpunkt Konzerte, so seit 6, 7 Jahren circa. Und Sport seit 2 bis 3 Jahren. Genau, das heißt, ich habe eine 39-Stunden-Woche als Erzieher und alles, was ansonsten noch so an Festivals und Konzerten und sowas mit dazukommt, ist dann on top. Und dann bist du halt im Sommer schnell auch mal bei einer 50-Stunden-Woche oder so. Wenn nicht sogar mehr wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja. Wie bist du da reingekommen? Also vor allem Konzert und Sport. Das ist etwas, was dich dann auch persönlich immer beschäftigt hat. Ja, also ich bin jetzt 34. Ich habe mit 13 angefangen, Gitarre zu spielen und war dann so im Alter um die 20 rum auch viel in Bands. Hatte dann irgendwann keine Zeit mehr. Ne? Man kennt es so, man fängt mit der Ausbildung an, mit der Arbeit und dann fällt irgendwas hinten über. Und ich habe aber halt jeden Tag trotzdem Musik gehört. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und dann dachte ich mir irgendwann, also so wieder ein bisschen mehr mit Musik zu tun haben, wäre schon ganz cool. Ich hatte dann bei den Bandproben irgendwann so eine Terminallergie, dass ich gedacht habe, oh, heute ist Bandprobe und ich weiß nicht, wer von euch ein Instrument spielt, aber da gibt es dann halt auch einfach Tage, da hast du keinen Bock, dein Instrument in die Hand zu nehmen. Und dann, wenn an so einem Tag trotzdem Probe ist, ist es schwierig. Und dann dachte ich, ach, Konzerte, irgendwie guckst du einfach mal. Und dann ist es irgendwie so ins Laufen gekommen. Ja. Okay. Der Daniel hat nicht nur mit ganz vielen unterschiedlichen Fotografen und Fotografinnen zu tun, ob es jetzt im Fotograben ist oder auf dem Spielfeld oder auch so privat, sondern wir natürlich im Store auch. Und da sind wir letztens so ins Gespräch gekommen. So zum Thematik, zur Thematik, wir sagen das jetzt mal ganz provokativ. Ja, also wir hören oft, mit der Leica M kann man keine professionellen Bilder machen. Das ist so, glaube ich, der Leitfaden für heute Abend. Wir hören öfters, mit der M kann man keine schönen Porträts machen, mit der M kann man keinen Sport machen, mit der M kann man keine Konzerte machen. Eigentlich kannst gar nichts damit machen, so, Eigentlich ne? gar nichts damit machen. So, ich sag mal in Anführungszeichen die kleine, ich gehe damit nicht aufs Gewicht drauf ein, die kleine Kompaktkamera, das geht ja gar nicht. Und da haben wir letztens auch länger drüber gesprochen. Wir haben dir auch mal ein paar Kameras mitgegeben, unter anderem die M11 Monochrom und auch die Deluxe 8. Ja. Einfach mal, um zu gucken, geht oder geht nicht. Also wer entscheidet das? Weil die Leica M ist ja immer so eine immer mit dabei Kamera für sehr, sehr viele. Und ja, wie wollen wir in die Thematik mit eingehen? Also angefangen hat das Ganze, wer mich nicht kennt, Leica begleitet mich jetzt auch, glaube ich, erst seit 2 Jahren oder so. Ich habe eine SL1 und die M240 und habe irgendwann dann zum Basketball zu den Nürnberg Falcons einfach auch die M mitgenommen. Einfach so als Challenge, so um mal für mich zu gucken, so bewegt Sport, Rangefinder, geht es? Und wenn ja, wie geht's? Ne? So kriege ich das hin, da so Bilder zu machen, wie ich das gern hätte. Und habe ich hingekriegt. Aber was mir aufgefallen ist, ist, du wirst schon komisch angeguckt. Ne? Also wenn dann in der Halle dann welche mit ihrem 70-200 dann irgendwie stehen und du kommst mit deiner M und deinem 35er, dann fragt sich jeder so, wer ist denn das und wen kennt der, dass der hier überhaupt sein darf? Und jetzt, Das kann ja kein Profi sein. ja, ne, und dann gibt es auch so, ich weiß nicht, diesen Red Dot, so Love It or Hate It, so dann gibt es halt welche, die dich dann neugierig fragen. Und es gibt aber auch welche, da merkst du schon am Blick, der denkt sich jetzt, ne, Jungspund, irgendwie hier 8000 Euro Kamera umhängen und kann ja nichts sein. Und tatsächlich hat mich dann auch vor 1,5 Jahren oder so ein Sportfotografenkollege ja am Spielfeld angesprochen, ob es eine M ist. Da habe ich gesagt, ja. Und sein Kommentar war dann nur, also mit einer M fotografiert man doch keinen Basketball.
Und ja, dann dachte ich so, also auf welcher Steintafel steht denn das, ne, dass ich das nicht mit der M machen kann? Und um dieses Thema professionell soll es heute auch so ein bisschen gehen. So, was ist denn das überhaupt? Also gibt es den professionellen Fotografen oder muss man da Abstriche machen? Kommt es vielleicht darauf an, für wen ich fotografiere oder welches Thema, welcher Aufnahmebereich? Und Andersrum auch gefragt, was ist ein unprofessioneller Fotograf ja, genau. oder Equipment? Gibt es Profi-Equipment? Und wenn es Profi-Equipment gibt, was ist denn dann der Rest? Also ist es dann für Hobbyisten? Ist es unprofessionelles Equipment irgendwie? Und ja, da gucken wir jetzt einfach mal, ob da heute was Interessantes dabei rauskommt. Genau, also wir haben es, wie gesagt, also oft kommen Kunden rein, die zum Beispiel Sportfotografen sind und einfach, wenn man ihnen dann eine M in die Hand gibt, ob es jetzt eine M10, eine M11 ist oder Monochrom, M11P, was auch immer, dann kommt gleich dieser Abstand so, nein, nein, ich brauche was Größeres, ich brauche einen Zoom, ich brauche Automatiken, Autofokus. Und das ist immer ganz, ganz interessant, das dann zu beobachten, wie dann so ein Kunde reagiert. Und wenn wir dann auch mal Bilder zeigen, die von M-Fotografen, die im Sportbereich zum Beispiel arbeiten, auch mal dann irgendwie auf dem Computer haben, dann ist immer gleich Überraschung, wie das geht ja gar nicht. Und was ich dann auch immer interessant finde, das Gespräch hatten wir auch, wie haben es die Fotografen früher gemacht in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren, bis eben auch die ganzen Automatismen dann irgendwann gekommen sind, doch mit dem Autofokus. Also um mal einfach drei Beispiele zu nennen, zum Beispiel Robert Capa, die Kriegsreportagen, die er in den 30er, 40er Jahren gemacht hat. Da sind Bewegungen drinnen, da ist auch mal ein Bild unscharf, aber das ist egal. Oder halt mal, weil eine Bewegungsunschärfe drin ist. Das dient einem ganz anderen Zweck. Also das Bild ist trotzdem richtig gut, auch wenn es nicht von der Schärfe knack wie sich getroffen ist. Viele von uns, von unseren Kunden machen ja auch Streetfotografie, ob es jetzt privat ist oder beruflich. Da ist natürlich einer der Pioniere, Henri Cartier-Bresson, da hat er auch einige Bilder mit dieses ganz bekannte Bild mit dem Sprung oder mit dem Fahrrad, mit der Wendeltreppe. Da ist auch Bewegung drin. Oder zum Beispiel, was wir auch öfters hören, ist, die M kannst du nicht ins Studio nehmen. Das, mit der kannst du nicht blitzen, mit der kannst du im Studio nicht arbeiten, die ist ja viel zu langsam. Was ja auch gar nicht stimmt. Also wenn man zum Beispiel sich Saul Leiter anschaut, der in den 50er Jahren auch viel für Vogue oder Harper's Bazaar im Studio, aber auch auf offener Straße für Dior auch viel gemacht hat. Also die Bilder sind ja grandios. Und all diese Fotografen hatten meistens eine M3. Robert Capa hatte auch eine Barner-Kleike, die ja sowieso noch mal reduzierter ist. Es fängt ja schon beim Filmeinlegen ein. Da stellt man sich halt auch die Frage, es ging früher, wieso geht's heute nicht mit Kameras, die ja eigentlich perfekt sind und die eigentlich für uns teilweise schon das Bild machen von den Automatiken? Ich habe auch manchmal irgendwie das Gefühl, also mich als Erzieher jetzt, ich arbeite im Hort, das heißt, ich habe die Altersgruppe so Kinder zwischen 6 und 12. Jetzt momentan mit dem ganzen ChatGPT und KI und sowas spielt natürlich Medienkompetenz auch eine große Rolle. Und du merkst schon, dass je mehr die Technik zunimmt, die Leute scheinbar, das ist mein Eindruck, immer unselbstständiger werden, ne? Weil sie auch weniger wissen müssen, weil sie ja genau, wenn mich jetzt was interessiert, ist es in 2 Minuten ergoogelt. Ich muss mir nichts mehr merken. Und was du bei der Leica ja oft hörst, sie ist zu langsam, du kannst sie für bestimmte Sachen nicht nehmen. Es gibt halt für die M, also weiß ich jetzt gar nicht technisch, ne, ob es da einen 200er gibt irgendwie so oder wo da die Grenze ist mit dem Rangefinder. Das ist auf jeden Fall nicht diese Auswahl, die du vielleicht für Sport manchmal brauchst. 50 oder 75 beim Fußball ist halt einfach zu kurz. Aber ich habe manchmal so dieses Gefühl, dass dieser Tech-Talk, den wir früher schon mal hatten, so vor 15 Jahren, so du brauchst unbedingt mehr Megapixel ist besser und dieses muss schneller sein und das muss schneller sein. Brauche ich das? Und dann haben wir uns ja eigentlich auch gedacht, so, naja, Leica wirbt ja immer damit so reduziert auf das Wesentliche. Die M ist reduziert auf das Wesentliche. Es ist ja schon fast plakativ. Und dann dachte ich, was muss ich denn an meiner Kamera wirklich einstellen können, damit ich ein Foto machen kann? So, ich muss meine Blende einstellen können, die Verschlusszeit und die ISO.
Und es wäre ganz cool, wenn ich irgendwie noch ein Fokusrad habe, dass ich bestimmen kann, was im Bild scharf ist. Und mehr brauche ich nicht, dann habe ich ein Bild. So, und alles, was dann noch dazu kommt, ist ja vielleicht, wie weit will ich mich denn mit Fotografie beschäftigen? Vielleicht habe ich da gar nicht so Bock drauf. Ich habe Bock zu knipsen und ich will schnell ein gutes Ergebnis. Cool, hat ja auch seine Berechtigung. Oder ich habe einen Kunden, der es einfach schnell braucht. So, wenn ich an Kai Pfaffenbach denke, der in jedem Interview sagt, also Leute, wenn ich einfach Olympia irgendwie für Reuters fotografiere, dann kann ich mich da nicht mit einer M hinstellen. Nicht, weil es mit der M technisch nicht möglich wäre, das Bild zu machen, sondern weil der Kunde einfach was von mir als ausführender Dienstleister will, was mit dem Werkzeug halt nicht geht. Und das ist ja aber auch völlig in Ordnung, das muss sie auch nicht können. Ich finde es schade, dass die Leica M dann da immer nur so ein bisschen, oder Leica generell, ah, die hinken der Zeit hinterher, ne? Die haben jetzt irgendwie, der Autofokus leckt, das ist langsam und Sony ist doch da viel besser. Ja, ich weiß nicht, also reg dich nicht drüber auf, es gibt keinen Kaufzwang, dann kauf dir eine. Also, ne, das ist, bevor du da immer drauf meckerst, was andere nicht können, dann kauf dir das, womit du zufrieden bist. Und, Also es kommt ja auch immer darauf an, was man mit den Bildern machen möchte. Also du genau. musst, denke ich, nach einem Konzert auch direkt liefern oder halt nach Es einer kommt drauf an, das Bearbeitung. muss ich manchmal, manchmal muss ich es Bei nicht. Kai Pfaffenbach ist es zum Beispiel, der muss vom Spielrand direkt die Bilder Ja. weiterschicken. Da verstehe ich, dass er zum Beispiel keine M nimmt. Da geht er auf die SL3, dann kann er es gleich irgendwie auf die App runterladen und gleich rüberschicken. Ja. Aber wenn zum Beispiel auch, also ich glaube, die meisten, die fotografieren, laden die Bilder ja irgendwie auf Instagram hoch, auf irgendeine Website. Sie werden kaum noch ausgedruckt. Also wir versuchen auch immer unsere Kunden zum Ausdrucken zu animieren, weil es doch nochmal was anderes ist. Und da fängt ja schon ein erster Gedankenpunkt an. Also viele denken, ah, okay, ich lade die Bilder online hoch. Ich brauche mindestens einen Vollformatsensor, was ja auch gar nicht stimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel an die Daria Troitskaya denke, die haben wir vor 2 Jahren ausgestellt bei uns. Ich weiß nicht, wer sich an die Serie noch erinnert. Das waren ja wirklich super schöne Feinart-Bilder. Und da muss halt die Qualität auch stimmen. Also die Motive, die sie einfängt, die haben super viele Details auch. Sie macht auch viel aus der Luft aus. Da braucht man einfach ein besseren Sensor, da braucht man die Technik. Also sie Ja. arbeitet auch mit dem S-System, aber dann wählt sie halt bewusst für ihre Reportagen oder für ihre, ich sag mal, Modekampagnen und so, die sie macht, die M. Da hat sie auch die M11. Aber da muss man halt eben auch unterscheiden können. Und ich finde, sie ist auch so ein gutes Beispiel, an welchem man merkt, dass sie auch versteht, was sie macht und dass sie auch weiß, wie sie das umsetzen muss. Ich meine, es bringt auch nichts, wenn man jemanden die beste Kamera verkauft, mit dem neuesten Equipment und den neuesten Einstellungen, wenn dann zum Beispiel auch der Kunde nicht den richtigen Computer dafür hat und dann am nächsten Tag anruft und sagt, ich kann die 20 Dateien, die ich gemacht habe, gar nicht öffnen. Ja. Das ist halt auch immer ärgerlich. Also Also ich, da spoilere ich gleich an der Stelle. Ich hatte ja, hattet mir ja die M11 Monochrom ja. geliehen für Konzerte. Ich habe tatsächlich, ihr seid ja momentan alle noch auf Stumm, das heißt, ihr müsst warten mit dem Schimpfen oder ihr schreibt's. Ich habe mit, ich weiß gar nicht, was sind das, 18 Megapixel RAW fotografiert. Also ich habe Kommt drauf die an. 60 gar nicht ausgereizt. 60, 36, 18. Genau, weil ich es nicht brauche. Also ganz ehrlich, das ist, ich habe keinen Mehrwert davon, den Sensor so zu benutzen mit der Auflösung. Ich habe nur große Dateien, die ich nicht brauche, weil, wie du schon gesagt hast, ich schicke es den Bands dann über Pickdrop zum Runterladen und ihr müsst es so sehen, und das ist vielleicht auch ein Teil von dem Thema Professionalität, was wir uns angucken wollten. Wenn ihr denkt, eine Band ist auf Tour, ihr wisst ja nicht, wo die überall unterwegs sind. Und gerade hier in Deutschland, ne, je ländlicher das vielleicht wird, desto langsamer ist dann vielleicht auch mal die Internetverbindung. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid Musiker, ihr hattet einen coolen Gig, der Fotograf hat euch die Bilder geschickt. Zur Professionalität gehört auch, dass ich denen halt keine Galerie mit 500 Bildern schicke. Ja. Die sind jeden zweiten Tag spätestens woanders. Die kriegen von was weiß ich wie vielen hunderten Fotografen Bilder zugeschickt. Die brauchen ein paar, und da rede ich von pro Musiker vielleicht ein, zwei coole Bilder, wo sie sagen, hey, da bin ich aber gut getroffen, das würde ich gern posten. Jetzt muss der sich da irgendwie ein 50-Megabyte-File runterladen, irgendwo in Hinterdupfing. Da ist keiner scharf drauf. Und was Ja. macht er denn damit? Wie du sagst, der wird sich's wahrscheinlich nicht ausdrucken, sondern der will es auf Instagram posten und dann ist er glücklich.
Und damit sind auch die Fans glücklich und dafür fotografiere ich eigentlich auch. Klar, wenn ich jetzt weiß, ich habe ja auch schon zwei Ausstellungen gemacht, wenn ich sage, ich plane jetzt nochmal eine und das ist ein Bild, das würde ich wahrscheinlich aufhängen wollen, in A2 oder A1, dann speichere ich mir das natürlich in voller Auflösung, aber das verschicke ich nicht. Also das ist auch allgemein, wie man mit den Dateienformaten umgeht. Das wäre vielleicht, also wir haben das schon mal in einem Donnerstalk angegriffen, aber vielleicht wäre das auch spannend mal für die Zukunft, wirklich, wie man mit Dateiformaten genau richtig umgeht, auch zum Drucken. Aber das hat jetzt mit heute ein bisschen weniger zu tun. Bin ich sicher auch nicht der richtige Ansprechpartner, weil es dann schon zu technisch. Ich bin ja mehr der Praktiker. Aber ja, wahrscheinlich. Aber um vielleicht nochmal auf die Dara kurz zurückzugehen, sie weiß, sie macht eigentlich super viele Ausstellungen, sie macht auch nur große Drucke, also so 40, 60 oder 30, 45 wird sie im Hintergrund zum Beispiel hängen, das macht sie sehr, sehr selten. Und da, ja, da macht halt eine Leica S oder eine SL3 halt Sinn, klar. Aber für die meisten, die wirklich oder das einfach weiterschicken, da hast du ja Dateienmengen. Vieles wird nicht angeschaut, wie du auch Ja. jemand 500 Bilder verschickt. Und das ist ja halt auch wieder das Nächste, was halt auch ein bisschen schwieriger dann macht. Ja, und es ist ja auch für mich, also ich habe mir jetzt vor 2 Jahren oder so meinen letzten Laptop gekauft, weil der davor einfach kaputt war, ne? Und du musst es so sehen, wenn ich der Band eine Galerie schicke mit 15 coolen Bildern. Heißt es ja nicht, dass ich an dem Abend nur 15 Bilder fotografiert habe. Ja, also wenn ich an Rock im Park denke oder sowas, da bin ich jeden Tag 12 Stunden unterwegs und da schieße ich noch relativ wenige Bilder, aber ich komme trotzdem pro Tag halt mindestens mit 500, 600 Bildern nach Hause. Und wenn ich überlege, jedes ist in der 60-Megapixel-Auflösung, ja, da sitze ich ja ewig. Also habe ich da Lust drauf, so, nee, Nicht nur du, und aber auch die eben, Person, die ne? es dann runterlädt und vielleicht auch noch Ja. mal bearbeitet oder noch mal irgendwie weiterschicken muss, Magazin, Ja, was auch immer, so, und also. dann haben wir da ja auch alle, ich meine, da war das letzte Mal, glaube ich, um die 200 Medienvertreter, gerade da fotografiert nicht jeder. Manche sind ja auch, sage ich jetzt mal, in großen Anführungsstrichen nur zum Konzertbericht schreiben da. Aber wir teilen uns ja auch alle in denselben Hotspot. So, also jetzt überleg mal, dann lädt da jeder irgendwie in seine Galerie, ob es direkt an die Band geht, an den Veranstalter oder an das Magazin, das Nachrichtenmedium, für das der da ist, lädt er da 20 Bilder in voller Auflösung hoch. Darf, ne? Also. Aber um jetzt vielleicht auch nochmal zum Anfang zu kommen wieder. Also ich finde es halt auch immer ganz schön, vor allem in dem Beruf hier, einfach zu sehen, was unsere Kunden, und damit seid natürlich auch ihr gemeint, für Bilder macht. Und dann ist es eben so schön, wenn man so einen Stammtisch hat, das würden wir halt immer gern ein bisschen mehr, also Bringt vermehrt Bilder sehen mit euch, wollen. bringt Bilder Immer mit zum mal. Stammtisch, ob digital oder gedruckt, ist egal, aber wir wollen sehen, was ihr damit macht. Genau, einfach mal Bilder mitzubringen, weil es ist halt schön, natürlich, wenn man diese Gespräche hat, aber auch wenn man sieht, was macht ein XY denn Ja. eigentlich mit der neuesten Kamera, die er jetzt gekauft hat, oder was macht er mit seiner alten M9 zum Beispiel. Also es ist Ja. einfach auch spannend zu sehen, auch für uns, wie die Kameras verwendet werden. Und ob sie auch noch verwendet werden. Also viele sagen ja immer, die Kamera macht ja das Bild für uns. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Und man sollte sich vielleicht viel mehr als Fotograf weiterbilden oder einfach mal gucken, was kann ich? Weil wie kann ich das Bild besser machen? Oder was kann ich denn, was sind meine fotografischen Kenntnisse? Und nicht, was kann meine Kamera, sondern was kann ich, und das vielleicht auch irgendwie anzuwenden. Weil, wie du schon sagst, mehr als das Belichtungsdreieck braucht man in der Regel nicht. Natürlich kann man irgendwelche Filter einwenden, irgendwelche Simulationen, irgendwie, klar, Weißabgleich, so Standardsachen, natürlich. Aber Ja. ich finde es halt auch immer schade, wenn ich irgendwo bin, bei einem Shoot oder irgendwie bei einem Workshop oder irgendwo auch auf einem Konzert, und dann sehe ich einen Fotografen, der mehr im Menü festsitzt, wie halt, dass er fotografiert, Ja. weil er einfach die Kamera nicht kennt. Und deshalb bieten wir zum Beispiel auch so ein großes Spektrum an Workshops, Vorträgen, sowas wie den Donnerstalk zu verschiedensten Themen an. Heute lernt man jetzt vielleicht weniger Technisches, wie jetzt Talks. Aber ja, das finde ich halt immer schade, dass wir uns so in der heutigen Zeit, im digitalen Zeitalter, so auf diese Automatiken verlassen und weniger tatsächlich Ja. nachdenken.
Und halt auch das mit der KI, kommt es vielleicht auch irgendwann so weit, dass wir gar nicht das Bild machen, sondern die Kamera schon, bevor wir überhaupt den Finger auf den Auslöser drücken, das Bild schon irgendwie gemacht hat. Ist ja im Stockfotografiemarkt schon Ja. oft so irgendwie. Es werden keine Stockfotografen mehr so richtig gebraucht irgendwie, weil du einfach für Werbezwecke schon relativ gute Ergebnisse irgendwie mit der KI kriegst. Und das war halt auch, da kann ich mich drüber beschweren. Ich denke, jede Berufsgruppe ist so einem Wandel irgendwie unterzogen. Die einen hat man früher mehr gebraucht, die anderen weniger. Aber da spricht jetzt natürlich der Erzieher aus mir. Ich finde so Tech Talks irgendwie, wo es um Spezifikationen geht irgendwie und um Equipment. Seid mal nicht böse, aber furchtbar langweilig. Also wenn dann da jemand sagt, ich habe mir jetzt die und die Kamera gekauft und dann fällt ja auch oft noch für das und das Geld, wo ich mir denke, naja, klar, gibt es nicht umsonst. Aber was machst du denn damit? Wer bist du? Was beschäftigt dich irgendwie? Was sind das für Bilder? Und das fände ich spannender. Und gerade beim Stammtisch irgendwie, ich meine, wir haben ja auch viele Leute, wie gesagt, ich bin 34, ja, wir haben ja Leute, die sind doppelt so alt dabei, die fotografieren schon länger, als ich auf der Welt bin. Die haben bestimmt schon irgendwie interessante Reisen gemacht oder sowas in Ländern, wo ich nie hinkomme und hätten was zu zeigen und hätten was zu erzählen. Und weil ich ja auch die Deluxe 8 von euch mit dabei hatte, da sind wir auch wieder beim Equipment. Es gibt ganz viele tolle Leute da draußen, auch bestimmt jetzt, die heute zugucken, die super Bilder machen und denen vielleicht so ein bisschen das Selbstbewusstsein fehlt, irgendwie zu sagen, ich habe da wirklich Bilder, die sind es wert, dass man die herzeigt. Vielleicht nicht in einer Ausstellung, aber dass man die zu einem Stammtisch mitnimmt irgendwie und sagt, guck mal, es interessiert vielleicht nicht jeden, ja. Aber wen es nicht interessiert, der kann ja auch sich mit was anderem beschäftigen in der Zeit, der muss ja nicht zugucken. Aber vielleicht lernt da jemand was davon irgendwie und nimmt Inspiration mit oder sowas und auch mit der Deluxe 8. Wenn ihr eine Kamera habt, dann arbeitet mit der und macht das, worauf ihr Bock habt und hört nicht darauf, dass irgendjemand sagt, naja, mit so einer Kompaktkamera, da kannst du aber bestimmte Sachen nicht machen. Ich kann sie vielleicht anders machen als jemand, der jetzt mehr Equipment hat. Das ist aber vielleicht ganz gut. Also ganz, ganz ehrlich, beim Konzert zum Beispiel, wenn immer alle Fotografen nach links rennen, stehe ich als einziger rechts, weil die Bilder, die da links gemacht werden, die gibt es ja schon von 20 Leuten. Aber in dem Moment stand halt außer mir keiner rechts. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich eine andere Kamera habe, die mir bestimmte Möglichkeiten bietet oder auch nicht, dann muss ich gucken, wie ich mit dem klarkomme, was ich habe. Und vielleicht kommt da ja sogar was dabei raus, was den Protagonisten auf der Bühne, im Theater, was auch immer ihr fotografiert, beim Sport, besser gefällt, weil es anders ist. Ihr müsst euch nur trauen, das zu machen. Auch einfach, das ist jetzt das, was ich habe. Was kann ich daraus machen? Also, ich kenne es selber von mir, wenn ich zum Beispiel mit einem Schwarz-Weiß-Film unterwegs bin und dann denke ich mir, ach, hätte ich jetzt einen Farbfilm in der Kamera. Habe ich aber nicht. Und das ist auch okay. Es bringt nichts, sich da zu ärgern. Mach einfach das Beste mit dem Schwarz-Weiß-Film. Ich kann wieder an den Ort zurückkehren, meistens, je nachdem, wo man ist, klar. Aber. Genau, einfach das Nutzen, was man hat, das Kennen, was man hat und genau, einfach nicht so ein bisschen auf andere achten. Ja, ich würde kurz, weil wir schon zwei, also eine Anmerkung und eine Frage haben. Der Werner hat geschrieben, er benutzt das 500er Spiegeltele mit Adapter und seinem Visoflex an der M10R und ist scheinbar super zufrieden, weil ich ja vorhin gesagt habe, brennweitentechnisch, ich kenne mich nicht aus, aber guck, es geht. Und Mike, was für Objektive nimmst du an der SL1 und der M240? Ich habe tatsächlich drei Objektive. An der SL ist eigentlich ein 50 mm Voigtländer 1.1, ist es, glaube ich. Je nachdem, welches Es du ist hast, ja. eigentlich ein M-Objektiv, aber ist adaptiert. Und an der M habe ich ein 35er Voigtländer, das Colorscopa Blende 2.5. Und ein TT Artist, ein 50 mm 1, jetzt müsste ich lügen, 1.8, glaube ich. Okay. Genau. Also wir haben auch, oder ich habe mich zu Hause mal hingesetzt und so ein bisschen grob so einen Leitfaden für heute geschrieben. Das sind auch nochmal die Links zu den Fotostrecken mit der M11 Monochrom beim Handball und bei den Konzerten mit dabei. Da habe ich die Objektive auch nochmal mit dazu geschrieben, die ich dafür benutzt habe. Und weil ich wusste, es wird vielleicht den einen oder anderen fotografieren, glaube ich, bei einem Bild sogar die Einstellungen, die verwendet waren, also ISO, Blende und Lichtzeit. Genau, dass man so ein bisschen ein Gefühl kriegt irgendwie. Und das Foto, was ich da gemacht habe, war sogar, weil beim Konzert immer alles sagen, du brauchst schnelle Objektive. Das ist auch wieder so ein, du Kannst du brauchst ja vielleicht mal unbedingt. zeigen, wenn du magst.
Also die Seite laden wir euch dann auch natürlich hoch über den YouTube-Link und auch. Genau, also für jeden, der hier sitzt, ja alle gerade vom Rechner, wenn ihr auf meine Website geht, daniel-heid.de, gibt es eine Rubrik Blog. Da findet ihr auch die Seite, die heißt Leica Talk, und da ist alles zusammengeschrieben, auch mit den Bildern von den Kameras, die ich mir geliehen habe. Und da haben wir jetzt zum Beispiel ein Fotos mit Blende 8 gemacht, weil es immer heißt, du brauchst aber mindestens beim Konzert Blende 1,4 oder Und das nee. Schöne bei Blende 8 ist, wenn man jetzt auch manuell arbeitet, dann kann man sich auch den Bereich einstellen. Du weißt, stehst ja meistens der Fotograben bei einem Konzert, ist ja relativ klein Super meistens. schaubar, ja. Genau, du weißt ungefähr den Abstand. Der Sänger steht meistens an der gleichen Position, je nach Konzert natürlich unterschiedlich. Dann kann man das auch gut abschätzen. Aber ich meine, auf Blende 8, wenn man da zum Beispiel dann einstellt, irgendwie von 3 Meter bis unendlich, ist ja meistens bei einem 35er dann alles scharf. Ja. Dann ist das auch okay. Das weiß ich vorher. Ich weiß, ich kann mir einstellen, ich will zum Beispiel nicht unter einer 15. gehen oder einer 30., je nachdem, wie Ja. ich aus der Hand fotografiere. Auto-ISO-Bereich, einen maximalen ISO-Bereich einstellen und dann kann man sich aufs Fokussieren oder muss man auch nicht, aber aufs Motiv Das sagst du konzentrieren. jetzt so leicht. Ja, Es kommt immer drauf an, klar. ich hatte bei dem Konzert jetzt im Hirsch, wo ich die M11 Mono dabei hatte, eine Fotografenkollegin. Die M11 Mono hat ja keinen roten Punkt. Und die ist ja klein und unscheinbar irgendwie. Und die Kollegin hielt sie erst für eine Fuji. Und da habe ich gesagt, nee, nee, ist auch nicht meine, ist geliehen, irgendwie ist der Rangefinder irgendwo. Und dann war klar, weiß ich nicht, ne, was ist denn das? Und da habe ich gesagt, na, guck mal durch, ne, so und so funktioniert es. Es war dunkel, es war gerade noch Umbaupause. Und die tat sich schwer, den Fokus zu finden. Da hat sie gesagt, weiß ich nicht, also wie das funktioniert. Dann habe ich gesagt, okay, guck mal, der Mikrofonständer da vorne sucht dir eine helle Kante, du musst die zwei Bilder übereinander legen. Fummel, fummel, ne? Wie bei jedem, der das erste Mal eine M in der Hand Klar. hat, so, was mache ich da? Dann hat sie es geschafft und dann hat sie als erstes gesagt, na, aber wenn die sich dann bewegen, hast du aber ein Problem. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist, glaube ich, das Konzept Fokus nicht so ganz verstanden, weil ja klar bewegt er sich, aber das heißt ja nicht, dass ich dafür sorgen muss, dass diese zwei Schnittbilder die ganze Zeit kongruent übereinander liegen, weil ich weiß, wenn ich es auf Blende 4 fotografiere, habe ich einen bestimmten Bereich, der sowieso scharf ist. Und das stresst dann natürlich. Also wenn du im Fotograben stehst und hast nur eine begrenzte Zeit, die dir ja auch manchmal verkürzt wird, bei Rock im Park gab es auch Bands, die gesagt haben, ihr fotografiert nur einen Song. Und wenn ich dann die Hälfte von diesen 3, 4 Minuten damit verbringe, in Menüs rumzusuchen, irgendwelche Werte einzustellen, dann ist halt rum. Ja, aber das fand ich dann ganz spannend. Das ist wie so viele Sachen, mit denen wir uns häufig beschäftigen, wenn dann ein Laie kommt oder jemand, der das nicht so oft macht und stellt eine Frage, passiert mir auch. Dann denke ich auch manchmal, ey, also, ne, echt jetzt so? Ist doch banal. Nee. Ist es nicht. Und ich finde es dann aber auch so schade, dass die dann oft keine Antwort kriegen. Also ich bin seit ein paar Wochen auch auf Facebook in so Fotogruppen unterwegs, auch so ein bisschen für heute, weil ich wissen wollte, so, was sind denn so typische Anfängerfragen? Wie zum Beispiel, was ist denn die beste Kamera für das und das? Also das fragen die Leute wirklich 2024 immer noch. Was ist denn die beste Kamera für, ich möchte Autodetails fotografieren? Als gäbe es eine Kamera, die jetzt genau dafür super ist und andere sind genau dafür richtig schlecht. Also es kommt doch immer darauf an, was will ich denn machen? Und auch diese beliebte Frage, darum musste ich vorhin so schmunzeln, welche Einstellung hast du denn da genommen? Also ich kann dir sagen, welche Überlegungen ich mir mache bei einem Konzert. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, fotografiere das ganze Konzert mit der Einstellung und dann gehst happy nach Hause. Also das funktioniert nicht. Und da ist so ein Misskonzept irgendwie so von Licht. Und ich mache das einmal und dann wird es schon passen. Ja. Ich finde es auch immer so schade, weil mich das gerade an diese Thematik erinnert hat, wenn, also so als Hilfe ist es vielleicht ganz interessant, aber wenn viele Fotografen ihre Presets verkaufen, weil, also jeder hat so seinen spannenden Look, du hast auch einen super Look, der zu dir passt und das sind deine Bilder, aber was habe ich dann davon, wenn ich genau das gleich, den gleichen Bildlook auf meine Bilder übertrage? Dann ist es ja eine Kopie. Also deshalb finde ich so diesen Ansatz ganz spannend. Ich weiß nicht mehr, wer das bei uns mal bei dem Workshop gesagt hat, weil auch jemand gefragt hat, ob
er die Presets verkauft. Und er meinte, nein, mache ich nicht, weil das ist keine Hilfe. Glaubt mir, jeder denkt immer, das ist eine Hilfe, das ist aber keine Hilfe. Finde deinen eigenen Stil, lerne das selber zu machen. Das ist viel mehr wert als ein Download-Link und einfachen Klick aufs Bild. Und deshalb, das mit diesen Einstellungen hat mich gerade daran erinnert. So, was nimmst du sozusagen, um dieses Bild zu machen? Ja, ich finde Presets gar nicht verkehrt. An sich nicht, nein. Ich meine nur dieser Genau, also Verkauf. erstens für deinen eigenen Workflow, glaube ich, vor allem wenn du zeitlich abliefern musst und du hast Das viele ist Bilder, die ein ähnliches Setup haben irgendwie, dann ist es für dich natürlich schneller, klar, wenn du dir eins natürlich. bastelst. Ich habe mir aber auch schon öfter mal welche gekauft, weil es ja dann oft so ist, man wird ja so betriebsblind, ne? Also man kommt ja dann, man benutzt halt immer die gleichen Regler. Und dann siehst du irgendeinen Farblook und denkst, fuck, wie hat er denn den gemacht, ne? Und bevor ich jetzt da lange rumfummel, kaufe ich mir halt mal so ein Preset. Erstens, ganz ehrlich, das sind Beträge, die machen mich nicht arm. Klar. Schreibe es auf die Steuer. Und ich kriege aber mal eine Idee, weil ich im Color Grading sehe, ach, guck mal, der hat das gemacht, der hat das entsättigt, dafür hat er das und das gemacht. Weil mir geht es um das Prinzip. Ich will nicht den Look haben, ich will nur verstehen, was hat er denn da gemacht. Und das ist ja in Ordnung. Das meine ich ja damit. Das Genau. kann gar nicht mal so verkehrt vielleicht irgendwie sein, um zu gucken, wie ist man dazu gekommen. Aber jetzt das wirklich einfach nur Copy and Paste, das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig. Und es funktioniert auch nicht. Also Nein. bei mir Je nach als Sichtweise. Musiker ist es so, wenn du, was weiß ich, nehme mal irgendeinen Angus Young von AC/DC. Das ist eine Band, glaube ich, die kennt jeder. Wenn der sagen würde, pass auf, der weiß jetzt von mir, ich spiele seit 20 Jahren Gitarre und ich dürfte seine Gitarre über seinen Amp mit genau den Einstellungen spielen, die er hat. Ich greife anders, ich drücke anders, irgendwie ich schlage anders. Es wird nicht so klingen wie von ihm. Und da hast du recht, wenn ich mir ein Preset irgendwie jetzt von irgendjemandem kaufe, das macht ja auch das Bild nicht besser. Also sagen wir mal ehrlich, wenn das Motiv einfach echt langweilig ist, es ist wie jemand, der Sonnensterne überall reinbastelt, weil er sich freut, dass er verstanden hat, wie es funktioniert. Das ist cool. Aber du musst halt differenzieren. Es gibt Landschaftsbilder, wo der Sonnenstern noch so den gewissen Kick gibt und es ist toll. Und dann gibt es halt Bilder, wo du dir denkst, na, nee. Aber da lernen wir ja alle. Also ich, wenn ich mir angucke, wie ich vor 5 oder 10 Jahren Bilder bearbeitet habe, da ärgere ich mich teilweise, dass ich nicht mehr die RAWs habe oder die Ja. DNGs, je nachdem. Weil, also man lernt ja auch immer, also es ist ja auch immer ganz schön zu sehen. Also früher habe ich mich geärgert, mittlerweile schmunzle ich immer, wenn ich ein altes Bild sehe, denke ich mir so, oh Gott, weil man ja sich weiterentwickelt. Und in 5 Jahren denke ich mir vielleicht auch, was hast denn du da eigentlich Ja. gemacht? Aber genau, wenn wir schon mal bei den Bildern sind, vielleicht, bevor wir jetzt weiter schweifen. Magst du vielleicht erzählen, wie es so war mit der M im Fotograben oder auch mit der D-Lux? Können wir hier den Bildschirm teilen, weil hier schon die erste Frage kommt, der ist schon geteilt. Könnt ihr mal ein paar Bilder zeigen? Genau, Okay. den müsstet ihr jetzt hoffentlich sehen, Genau, beziehungsweise also Bilder. das ist jetzt dann die Seite, auf der ich jetzt gerade rumscroll, wo das alles so ein bisschen zusammengeschrieben ist. Ich hoffe, es gibt einen roten Faden. Es sollte so ein bisschen der Text euch einfach motivieren irgendwie und Mut geben, so egal was ihr habt, geht einfach los und fotografiert. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass Leute, vielleicht in einem bestimmten Bereich ganz tolle Fotos machen würden und aber sich gar nicht fragen nach der Möglichkeit, also nicht trauen nach der Möglichkeit zu fragen, weil sie denken, das klappt mit dem Equipment, was ich habe, eh nicht. Und probiert es einfach aus. Also solange ihr keinen Kunden habt, der euch dafür bezahlt, was soll schief gehen? Genau, wenn wir jetzt hier auf Galerie klicken, das mache ich jetzt einfach mal. Ich versuche auch den Link euch gerade mal in den Chat zu schicken. Genau, dann gibt es Perfekt. auch wieder ein bisschen Vortext und die Bilder, die, wenn es jetzt geteilt ist, hoffe ich mal, die sind alle mit der M11 Mono entstanden. Die sind natürlich aber trotzdem auch bearbeitet. Da ist jetzt kein Bild dabei, was wirklich out of cam ist. Ich kann euch aber auch sagen, was ich an den Bildern gemacht habe. So schnell war ich tatsächlich mit Bearbeiten noch gar nicht fertig. Weil es ist einfach bei jedem nur eine starke S-Kurve drüber gekommen. Und ich meine vielleicht noch eine leichte Vignette oder so, und das war es dann aber auch. Genau. Wenn euch Fragen einfallen oder sowas, dann raushauen, ne? Genau. Spannend. Ich war ja vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder sowas auch bei Michel im Talk. Und
Er hatte irgendwann die Frage, womit hast du denn eigentlich angefangen zu fotografieren? Und ich habe damals die meisten Konzerte mit einer 70D von Canon fotografiert, mit Batteriegriff natürlich, weil da habe ich ja gerade erst angefangen. Da musste die Kamera ja groß und schwer sein, damit du ein Fotograf bist, ne? Größer, schwerer. Und das war schon lustig, mit der M11 dann wieder im Fotograben zu stehen, weil da haben die meisten Fotografen natürlich zwei Bodies umhängen, einen 24-70, einen 70-200. Wer den Hirsch kennt, bei mir geht es dann oft so, dass ich mich frage, warum? Und dann stand ich da und das hat man schon gemerkt. Also ich wurde nicht darauf angesprochen, was es für eine Kamera ist, aber da wird halt schon viel geschielt irgendwie und es ist eigentlich nur, sind die Leute ein bisschen verwundert. Und ja, was mir aufgefallen ist, ich hatte die M11 ja beim Handball dabei, beim HC Erlangen. Vorher auch mal in der Stadt und bei dem Konzert. Und was mir beim Konzert nicht aufgefallen ist, das sind wir auch bei Einstellungen, ich hatte den elektronischen Shutter an Okay. und habe bei der Kamera dann irgendwann im Graben schon so ein bisschen durchgeswiped und dachte, was sind denn das für komische, ich hatte so horizontale Linien da durchlaufen und konnte mir keinen Reim machen. Und weil es ja ein Leihgerät war, dachte ich, um Gottes Willen, da hatte ich schon echt Angstschweiß auf der Stirn, dachte ich, habe ich jetzt was kaputt gemacht? Versicherung freut sich und bin nach Hause und da waren dieselben Linien, habe ich natürlich auch nicht wegbekommen und ich wusste auch nicht, woran es liegt. Konnte mir echt keinen Reim drauf machen. Manche Bilder haben das, manche haben es gar nicht. Und erst als ich die Bilder gepostet habe, und da sind wir natürlich auch, das ist jetzt vielleicht blöd, wenn ich das über mich sage, aber ein guter Fotograf macht auch schlechte Bilder, aber der zeigt sie natürlich nicht. Ne? Also die Auswahl ist schon auch geschickt präsentiert. Ich habe Klar. auch völligen Monster mit fotografiert. Aber es war tatsächlich ein Bild dabei, wo jetzt Gott sei Dank, muss ich sagen, diese Streifen dabei waren und hat einer drunter geschrieben, hey, sag mal, kann es sein, dass du den elektronischen Shutter anhattest? Dann habe ich kurz geguckt und dann dachte ich, ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, woran es technisch liegt, dass die Streifen drin sind, aber ich weiß zumindest, okay, hätte ich nicht machen sollen. Das ist mit den elektronischen Verschlüssen leider immer so. Also genau Ja. den technischen, da kann uns bestimmt jemand anders helfen. Wenn das jemand weiß, eine Antwort oder sowas, der in dem kurzen Satz, den ich verstehe, ich bin kein Physik-Crack, aber es würde mich interessieren, wie das zustande kam, weil da waren auch zwei, drei Bilder dabei, da hat es mich geärgert. Die wären schon Bombe gewesen. Also meistens, die meisten Kameras sind ja von der Mechanik her so bis zu einer Viertausendstel, wo es, und dann setzt der elektronische ein. Also ich würde auch immer irgendwie versuchen, das. Also je nachdem, was es für eine Situation ist, manche arbeiten auch nur mit dem Elektronischen, das ist immer super unterschiedlich. Okay. Aber Aber stellen dann wahrscheinlich die Verschlusszeit so ein, dass es genau, dass passt. sie nicht auch, genau, richtig. Ich mutmaße jetzt mal, dass es irgendwas mit Wiederholungsfrequenzen zu tun hat. Mir geht es beim Fußball nämlich so, Und auch das sind nächster dann. Fail von mir. Neulich, wie ich beim Club fotografieren war, war die Zuschauerzahl eingeblendet. Und ich habe mal irgendwo gehört und es dann auch ausprobiert, mit einer Verschlusszeit von einem 30. oder sowas kriegst du die Streifen da halt einfach raus. Und ich habe so lange gebraucht, das an meiner Kamera umzustellen, dass dann die Zuschauerzahl plötzlich weg war. Also hatte ich kein Foto davon. Passiert auch immer. Das sind wir wieder beim Thema nicht so viel im Könnte ich mal so ein Foto mit Streifen sehen? Lutz, natürlich. da, ich weiß nicht, ob in der Galerie, da wird wahrscheinlich keins dabei sein in der Galerie jetzt. Ansonsten auch auf Instagram, wenn du das eine Bild noch drin Also das hast. müsste ich euch tatsächlich nachreichen. Doch hier, Ja, bei schon dem wieder sehen. Foto, da seht ihr es. Sieht man das? Es sieht so ein bisschen aus, irgendwie als weiß ich nicht, als hätte ich das von der DVD abfotografiert. Ne? So, ich habe es über den Fernseher laufen Ich lassen dachte und zuerst, das war vielleicht irgendwie vom Beamer her so, weil manchmal hat man das auch bei so eine Konzerten, so eine Projektion. Projektion drauf Was haben wir war. jetzt? Das wäre ein super Verkaufsargument gewesen, dass ich sage, kein nichts für. Das war die Bildprojektion Okay, der dann Band. nutzen. Das ist perfekt. Also vor allem halt bei den Haut, bei der Haut, also Ja. im Gesicht, bei den Armen, da sieht man es. Und ja. Ja, und wie gesagt, wenn es durchgeht, es gibt auch Bilder, da ist es überhaupt nicht. Ganz Das unterschiedlich. dachte nämlich ich, dass es da so eine Projektion war, irgendwie so als ersten Punkt. Manchmal hat man auch so Punkte, die man dann sieht. Welche Verschlusszeit? Weißt du das auch nicht? Also beim Konzert gucke ich eigentlich, dass es zwischen einer 250. und einer 500. ist. Also wenn es so richtig knackehell ist irgendwie, ne? Und dann ISO-Automatik.
Bei dem, wo ich es vorhin drunter geschrieben habe, war es eine 250stel und es Okay, das müsste ist gut. das Bild hier gewesen sein, Okay, da ist aber nichts. weil die sind jetzt auf der Band, auf der Bühne nicht so abgegangen. Ja, also da muss ich jetzt nicht wirklich was einfrieren. Weiß gar nicht, ob man bei denen hier, das war eine der Hier sieht man Vorbands. es, glaube ich, auch, ja. Ja, ich glaube, hier sieht man es auch ganz deutlich im Gesicht, ne? Ja, ärgerlich. Aber ich weiß jetzt nicht, ne? Ich kenne den Sänger jetzt nicht. Mich würde es interessieren, ob es ihn stört. Also ich finde trotzdem, das Bild ist gut getroffen. Klar fällt es mir auf. Macht es das Bild jetzt schlechter? Weiß ich nicht. Also aufs Cover irgendwie von einem Album würde ich es nicht drucken, schon klar. Aber als Erinnerung für den Abend irgendwie kommt halt auch immer auf den Verwendungszweck an, irgendwie wofür ich fotografiere. Also es gibt einen, ich kann mir seinen Namen immer nicht merken, es gibt einen Werbefotograf auf YouTube, den finde ich richtig cool. Tiny House Studios, glaube ich, heißt der Kanal. Der macht auch immer richtig coole Lernvideos, sage ich jetzt mal, wo der einfach 5, 6, 7 Minuten über ein bestimmtes Thema redet, wie er das macht und welche Misconceptions, also welche Fehlgedanken andere Fotografen dabei haben. Und der halt dann auch immer sagt, es interessiert so Sachen wie Bokeh, chromatische Aberration oder sonst was, es interessiert den Kunden nicht. Den Kunden interessiert nur, ob das Motiv, das Hauptobjekt, ob das gut ausschaut. Der Rest stört uns. Aber das ist auch was mir ganz oft auffällt, wenn du dich mit Leuten unterhältst oder deine Dienstleistung verkaufen willst und argumentierst. Wenn die schon jemanden haben und die sind mit dessen Bildern zufrieden, dann kriegst du da keinen Fuß in die Tür, weil die haben keinen direkten Mehrwert. Die beschäftigen sich in ihrem Alltag nicht mit Fotografie, die sehen das gar nicht, was du meinst. Da kann ich mich drüber ärgern. Aber so diese Customer Education, die funktioniert auch nur begrenzt, weil wenn der Kunde das nicht total feiert, weil er da krass jetzt eine Verbesserung sieht, dann nimmt er dich nicht. Dann nimmt er jemanden, wo er weiß, es funktioniert menschlich. Und ja. Also was ich auch immer so spannend finde, ist, wenn man sich so Auftragsarbeiten anschaut, meistens hat ja der Fotograf oder die Fotografin mehrere Kameras mit dabei. So diese, ich sag mal wieder, da sind wir bei dem Thema, die professionelle und so diese für die Momente irgendwie. Meistens, wenn es jetzt bei Leica ist, irgendwie eine SL3 und zum Beispiel eine M10 oder so oder eine M6 im analogen Bereich. Und was ich irgendwie immer mehr beobachte, ist, dass tatsächlich eher so diese Bilder genommen werden, die so eigentlich diese Behind-the-Scenes-Bilder sind. Also vielleicht wird es für ein Magazin oder für ein Cover oder so, sind schon eher natürlich die, wie in Anführungszeichen, die professionellen Bilder, was auch immer das bedeuten mag. Aber ich sehe oft, dass Firmen so diese unperfekten Bilder posten, wo mal irgendwie auch ein schiefer Horizont ist. Ob das jetzt so super ist oder nicht, das ist jetzt Geschmackssache. Darüber lässt sich streiten, aber oder im Analogen noch mit irgendwie Staubkörnern drinnen oder weil du jetzt auch gesagt hast, wird es dem Sänger gefallen mit diesen Streifen. Dadurch, dass jeder jetzt so versucht, auch anal also nicht, dass man jetzt im Analogen so Streifen hat, aber dieses Unperfekte oder keine Ahnung, ich verstehe es zum Beispiel auch nicht, wenn man zum Beispiel irgendwie ein apochromatisches Objektiv irgendwie hat und das perfekteste Objektiv, jetzt zum Beispiel das 35er bei Leica, und dann irgendwie eine Vignette reinmacht und einen Korn und irgendwie, wieso hat man dann das perfekte Objektiv, was wirklich technisch gesehen perfekt ist, aber dann scheint ja doch, dass man irgendwie so ein bisschen dieses Menschliche vermisst, dieses Gefühl von dieser Imperfektion vielleicht. Oder warum editieren so viele aktuell oder auch schon seit Jahren so ein bisschen, um an Film anzupassen? Also das finde ich auch immer so spannend zu beobachten. Da hat man irgendwie Ausrüstungen für einen vier-, fünfstelligen Bereich, vielleicht sogar noch mehr, und dann macht man eine Vignette rein oder ein Korn oder irgendwelche Staubpartikel. Oder man hat auch im Videobereich, keine Ahnung, ich kenne mich bei Sony mit den Bezeichnungen mittlerweile nicht mehr aus, weil es Ich so auch, viele da bin gibt, ich oder irgendwie raus. eine Blackmagic. Und dann lässt man das wie Super 8 aussehen. Also das finde ich halt auch immer ganz witzig. Ich Wieso? finde, also weil du vorhin gesagt hast, irgendwie, ich habe meinen Stil, der zu mir passt. Veto. Also ob ich einen Stil habe oder ob ein Fotograf einen Stil, also ganz nochmal vorab, ne, bei all dem, was ich jetzt euch hier erzähle, ihr seid herzlich eingeladen, mir zu widersprechen und zu sagen, so ein Blödsinn. Das ist jetzt nur meine Meinung. Aber ich finde, ob ein Fotograf einen Stil hat,
Ich weiß nicht, inwieweit man das selber beurteilen kann. Ich glaube, das müssen die Leute beurteilen, die meine Bilder oft sehen. Ich versuche eigentlich immer, dass die Bearbeitung dem Motiv gerecht wird. Ganz praktisch. Wenn ich das Classic Open Air fotografiere, dann kann ich dem Foto nicht die gleiche Bearbeitung zuteil werden lassen, wie es bei einem Rockkonzert der Fall ist. Ja, das heißt, ich kann halt nicht entsprechend Tiefen aufhören. Ich kann mit dem Klarheitsregler nicht zuspielen. Es darf nicht so knallen irgendwie, weil Klar. es sind einfach klassische Musiker. Da kann ich vielleicht auch öfter mit Schwarz-Weiß arbeiten, was vielleicht bei Rockbands, die jetzt eine fetzen Lichtshow haben, Schwierig ist, klar. mal passt es nicht. Aber ich gucke schon immer. Mich hat mal ein Lichttechniker tatsächlich im Hirsch angesprochen. Ich habe zwei Shows in Folge fotografiert, wo er scheinbar für das Licht zuständig war. Und das war dann, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wie Licht funktioniert beim Konzert. Kein Plan. Also, ob der das live steuert, ob da irgendwie so eine Lichtchoreo, ich weiß es nicht. Der hat Bilder von mir danach gesehen und meinte, das ist aber nicht das Licht, was er da hatte. Das sage ich. Ja, möglich, ne? Also, weil ich verschiebe Farbtöne irgendwie. Mir ist halt wichtig, zum Beispiel, dass, wenn es jetzt Farbfotos sind, dass die Haut schon irgendwie einen Hautton hat. Also, ich möchte nicht, dass sich da alles quietschbunt mischt. Wenn ihr meine Bilder anguckt, mal gelingt es mir mehr, manchmal weniger. Aber es soll schon nach Haut angucken, die irgendwie von Farbe angestrahlt wird und kein Matsch. Und für mich ist der Musiker auf dem Bild soll doch cool aussehen. Jemand, der nicht bei dem Konzert war oder bei dem Sportevent oder egal wo, soll sich denken, scheiße, das sieht gut aus, da will ich das nächste Mal hin. Ob das jetzt dann live vor Ort das Licht ist, was da so war, ganz ehrlich, wen interessiert denn das? Keine Ahnung, solange er die Köpfe von den Musikern mit KI austauscht und der merkt, ah, das ist die Band, ja, dann ist es doch egal, aber es ist interessant, klar, der macht sich da anders Gedanken drüber, der hat sich da auch Mühe gegeben. Und das eine, was er meinte, war zum Beispiel ein Unplugged-Konzert, da war ganz viel blau und lila. Ja, es war für mich der Tod. Also, das konnte ich einfach nicht so lassen. Das sah vor Ort für die Leute super schön aus. Aber Aber nicht für die Fotos. nee, halt für mich bitte Also, nicht. das ist immer ganz unterschiedlich. Ich kenne es von anderen Fotografen, die dann zum Beispiel immer denen sagen vorab, es wird kühles Licht sein oder ich spiele oder ich mache bei dem Lied kommt eher das oder das, dass man sich so ein bisschen drauf einstellen kann. Manche ändern das dann auch, weil sie, keine Ahnung, Lust und Laune auf Grün jetzt haben plötzlich. Ich weiß aber auch von anderen Bands, dass manche auch wirklich, ich weiß nicht, so nicht Lichtlizenzen, aber sich so wirklich ihren eigenen Lightshows irgendwie, die ja richtig ähnlich wie beim und dann. Wacheifelturm. Da kann ich irgendwie verstehen, dass sich einer aufregt, ja, wieso ist das jetzt komplett anders, wenn wir dafür Geld zahlen, so nach dem Motto. Aber Ja. andererseits sind es halt deine Fotos. Und das kannst du dann so gestalten, wie du willst, wenn du wenig an die Band verkaufst dann zum Beispiel oder weitergibst, Und je das ist nachdem. aber auch, glaube ich, weil du sagst so, naja, dieses Behind-the-Scenes-Ding. Also für mich als Fotograf im Fotograben ist es cool, weil ich stehe ja noch mal näher dran als die erste Reihe. Und wenn ihr meine Bilder anguckt, ich habe eigentlich, das ist jetzt ein blödes Beispiel, was da jetzt offen ist, weil da sind tatsächlich mehrere Musiker mal auf einem Bild. Vorführeffekt. Aber normalerweise, wenn ihr es durchgeht, findet ihr eigentlich immer nur Bilder, wo einer drauf ist. Und es sind auch oft Close-ups dabei, weil es mir auch um den Gesichtsausdruck geht irgendwie oder um die Pose oder so. Ich möchte gern Bilder machen, die die Fans vor Ort so nett sehen. Und das letzte Mal, wie ich beim Club zum Fotografieren war, ich bin ja kein selbstständiger Fotojournalist, ich bin nicht irgendwie bei einem Medium angestellt, da ist es schwer reinzukommen. Und da war aber zum Beispiel ein Wunsch von der Presseabteilung, wir hätten gerne Bilder vom Drumherum. Weil Spielbilder haben wir en masse. Aber keiner fotografiert die Emotionen der Bands. Keiner fotografiert, was ich zum Beispiel bei Musikfestivals ganz natürlicherweise mache, fotografiere ich den Einlass. Weißt du, wie Leute kontrolliert werden, wie sie den Security fragen, ob das jetzt die richtige Karte ist, irgendwie, wie das gescannt wird, so ein bisschen drumherum, weil das mit dazugehört, das gehört zur Tagesreportage. Mache ich beim Sport nicht. Ich habe bis jetzt auch immer Sportbilder halt gemacht. Und mir gedacht, ja, klar, und jetzt habe ich halt auch Leute fotografiert, die sich an der Essensbude ihre drei im Weckler holen. Es sind auch schöne Bilder und das war aber das Interessante, das ist ja eigentlich das, was das Event ausmacht. Das ist ja nicht nur die Genau. Mannschaft, die auf dem Platz steht, sondern das Feeling, egal wie schlecht der Club vielleicht spielt. Ich stand da, jetzt natürlich nicht, aber vielleicht dann bei schönem Wetter mit Freunden, ich habe ein Bier, ich habe was zu essen, ich habe eine gute Zeit.
Und die habe ich hoffentlich auch, wenn das Spiel vielleicht nicht so ausgegangen ist. Irgendwie, es geht um das Erleben. Und klar macht man davon eigentlich halt auch Schluss. Weil das sind, glaube ich, auch dann, also ist jetzt vielleicht bei Konzert und Sport anders, weil auch Emotionen im Bild sind, aber wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt sich so eine Modelkampagne mal anschaut, Model hat immer den gleichen Gesichtsausdruck oder sowas, sondern wenn man sich Behind-the-Scenes-Bilder anschaut, wie sie fertig gemacht wird, wie sie dann lacht oder wie sie was isst oder tanzt oder was weiß ich, dann macht es diese Person nochmal so ein bisschen menschlicher und das wirkt einfach Ja. vertraut und das hat, da ist so eine Emotion dann dahinter. Und ich glaube, das ist das, was wir so ein bisschen vielleicht auch vermissen, wenn man Bilder anguckt. Das ist halt immer irgendwie dieses Technische, das, was man erwartet. Oder ich schaue irgendwie eine Fußballzeitschrift und ich kann mir jetzt schon denken, die ersten 10 Bilder, die kommen, aber es ist dann halt schön, vielleicht auch mal was anderes zu sehen oder wie so von Ja. den Fans vielleicht auch von hinten, wie kommt man überhaupt rein, allgemein dieses Behind the Ja. Scenes. Das ist halt auch spannend. Das finde ich halt, merkt man immer wieder und immer mehr auch, dass das eher genutzt wird, Ja. wie ja, die sind wir wieder in Anführungszeichen professionellen Bilder. Ja, und es war zum Beispiel neulich, da ich weiß nicht mehr, was es war. Wir hatten im Hort eigentlich abends eine Veranstaltung und mich hat ein Kind gefragt, ob ich da dabei bin. Und es war genau der Freitag, wo ich abends zum Abendspiel zum Club gegangen bin. Da habe ich gesagt, nee, ich bin im Stadion fotografieren. Welches Stadion? Also, wie welches Stadion halt, ne? Unser Fußballstadion. Der Club spielt heute. Aha. Was spielen die? Ja, Fußball. So, war ein Viertklässler. Der war halt noch nie beim Fußball. Ist auch interessant. Der interessiert sich dafür halt nicht. Der interessiert sich aber für mich. Aha, der Daniel, mein, was weiß ich, Lieblingserzieher jetzt oder keine Ahnung, geht dahin. Und dann habe ich meine Website halt am Handy aufgemacht, sage ich, guck mal. Und da war halt so eine Galerie wirklich vom Einlass bis zu Spielbildern, weil das ja auch vielleicht ja interessant ist für jemanden, der noch nie da war. Wie ist denn das? Klar, da kannst du jetzt nicht nachfühlen, aber es gibt einen Einlass irgendwie, da wird man kontrolliert, da wird man abgetastet irgendwie für jemanden, der da noch nie war. Ist das total spannend irgendwie, weil der kennt es nicht. Und dann auch die Frage von dem Kind natürlich, wieso wirst du da abgetastet? So, ach so, ah, da gibt es Sachen, die darf man nicht mit reinnehmen. Ist ja wichtig und die fanden das total interessant. Und warum nicht erwachsene Zuschauer irgendwie vielleicht auch? Ja. Magst du vielleicht noch irgendwie so ein paar Einblicke, vielleicht auch oder so die Kommentare, die du vielleicht bekommen hast? Weil du mit einer eher kompakteren Kamera unterwegs warst. Also wie gesagt, da jetzt bei dem Konzert im Graben war es die eine Kollegin, die da interessiert war, weil sie einfach, glaube ich, wirklich die Marke nicht auf dem Schirm hatte. Also als ich dann gesagt habe, es ist eine Leica Monochrom, war so ein oh. Dieses so oh teuer scheinbar, ne? Aber noch nie in der Hand gehabt halt. Und auch dieses sagt ihr ja auch immer so, wenn nimm mal eine M in die Hand, das ist einfach halt anders. Und vielleicht nimmt es auch jemand in die Hand, ganz ehrlich, ich hatte meine M240 auch im Urlaub jetzt am Bodensee dabei, wenn du das Ding 8 Stunden umhängen hast, das tut dir echt alles weh, so. Also das ist ein Panzer, irgendwie, das ist nicht bequem. Vielleicht sagt auch jemand, das ist nicht meins, ist auch völlig in Ordnung. Klar, natürlich. Blöde Sprüche kamen da jetzt nicht, aber man hat schon gemerkt, dass die gucken. So, und ich hatte noch eine andere Spiegelreflex dabei und ich habe aber wirklich nur die M11 Mono genommen. Weil es auch gereicht hat. Also die Bühne im Hirsch ist überschaubar. Und da sind wir auch so bei dem Equipment. Was brauchst du denn? Im Hirsch brauche ich halt kein 100 bis 400. Also außer ich will dem Schlagzeuger ins Nasenloch fotografieren. Aber da ist auch wieder die Frage dann, was hat denn der davon? Ne? Nix. Das haben alle Ja, davon. was, das will einfach niemand sehen. So, und nur, dass ich sage, ich kann es machen, weiß ich nicht. Beim Handball muss ich jetzt kurz überlegen, da gibt es tatsächlich nicht viel Interaktion zwischen den Fotokollegen. Ich kann nur sagen, ich bin der Einzige, der da eigentlich immer viel rumläuft, weil es unheimlich eigentlich nah ist für die Zuschauer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei einem HCR-Langen-Spiel war. Anders als beim Eishockey, da läufst du ja als Fotograf hinter dieser Plexiglasscheibe und auch wenn die da dagegen dotzen und du bist eigentlich nur 30 Zentimeter von denen entfernt, schafft es irgendwie eine gewisse Distanz von den Zuschauern ganz zu sprechen. Die Zuschauer sind beim Eishockey für mich ultra weit weg, einfach weil die auf den Rängen sitzen. Ne? Da kann ich nicht mal eben durch die rein. Das ist für mich voll der Umweg, wenn ich die Bilder machen will. Beim HCR Langen ist es ultra entspannt, weil die einfach total nah am Spielfeld sitzen. Ich weiß gar nicht, ob da in der Galerie ein Foto mit dabei Ich ist. glaube.
Wo man das sieht, da, also das ist halt, die Jungs da hier stehen zwar natürlich auf so einer Tribüne. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut sehen könnt, da ist der Spielertunnel. Also das ist halt aufgeblasen, so wie so eine Hüpfburg, da laufen die durch. Aber hier sitzen schon Fans und einen halben Meter weiter ist das Spielfeld. Also das ist sehr nahbar. Und die meisten Sportfotografen suchen sich einfach eine feste Ecke, und bleiben dann da sitzen und wechseln vielleicht dann irgendwie in der Pause oder so. Und genau. Wie waren deine Erfahrungen mit der Deluxe auf dem Konzert, fragt der Lutz. Also, ich scroll mal zurück, dass ihr parallel ein paar Bilder seht. Wieso habe ich denn die Deluxe überhaupt mitgenommen? Der Holger ist, glaube ich, online, ne? Holger, wink mal, wenn du noch online bist. Und der Holger hat sich eine Deluxe 8 gekauft. Und ich hatte irgendwann mal vom Sebastian die Deluxe 7 ausgeliehen, weil ich auch mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwie vielleicht eine Ricoh oder eine Leica, irgendwas Kleines für so wirklich immer dabei, die du in den Rucksack schmeißt und die ist einfach immer da. Und irgendwie war ich skeptisch, weil, jetzt muss ich mir an die eigene Nase fassen, natürlich schon auch, ich weiß, die nimmt auch RAWs auf. Aber wie viel Spielraum habe ich denn? Ärgere ich mich dann, wenn ich ein geiles Motiv habe und stelle zu Hause fest, boah, da ist jetzt aber nicht so viel Luft, wie ich eigentlich gerne gehabt hätte. Und ärgere mich dann, weil es sind halt, ist ja doch kein Pappenstiel, kostet alles Geld. Und dann dachte ich, okay, wenn die schon bei einer M11 so blöd gucken im Graben, nimmst du jetzt mal so eine Kompaktknipse mit und guckst mal. Erstens, wie fühlt sich denn das an? Also da sind wir ja auch bei diesem Fotografie-Erleben, was einfach bei einer M, finde ich, anders ist als bei, ich nenne jetzt keine Hersteller, aber bei so einem Plastikscherben. Wie ist denn das bei der Deluxe 8? Und ich muss ehrlich sagen, Lutz, ich habe nichts vermisst. Also ich fand den Sucher von der Deluxe 8 Bombe, auch bei dem ständig wechselnden und schlechten Licht. Ich fand es super angenehm. Ich hatte auch von der Haptik nicht das Gefühl, weißt schon, dass ich jetzt irgendwie keine richtige Kamera in der Hand habe oder so. Das Einzige ist, muss ich ehrlich sagen, vom Design, was mich stört, wenn die aus ist, ist es eine richtig schöne Kamera. Wenn du sie anmachst und dieses Objektiv ausfährt, das bin jetzt ich, mir gefällt es nett. Aber hat es mich beeinträchtigt beim Fotografieren? Nein. Ich habe mir zum Beispiel eigentlich auch gedacht, mit dem Hebel, mit dem du zoomst, ist es überhaupt schnell genug? So, weil so ein Moment, den ich cool finde, ist halt ruckzuck vorbei. Und dann dachte ich, okay, wenn ich merke, das ist mir zu langsam, dann fotografiere ich weitwinkliger und schneide einfach danach zu. Hauptsache, ich habe den Moment. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht gebraucht. Also es war angenehm. Und da ist es auch, die Kollegin, die meinte so, oh, mit der M, wenn die sich da bewegen irgendwie, die macht immer ganz, ganz viele Fotos. Sag ich, um Gottes Willen, warum so viele auf drei Songs? Ja, weil ich will nichts verpassen. Wenn ihr mal Konzertfotografie ausprobiert oder das schon macht und da Erfahrungen habt, irgendwie vielleicht gebt ihr mir recht, vielleicht auch nicht. Drei Songs sind schon viel Zeit. Und die Bühne im Hirsch ist nicht Versailles. Also die hat links und rechts und vorne und hinten ein Ende. Es sind meistens bei einer Heavy-Metal-Formation sind es vier, fünf Leute. Da kommt auch keine 20-köpfige Tanzgarde plötzlich als Überraschung oder so. Das ist nicht das ZDF-Fernsehballett. Es ist überschaubar, was da passiert. Und ganz ehrlich, die Bands machen auch aus Routine. Wenn du live einen Song geil performen willst, dann musst du ja sitzen. Und dann improvisierst du eigentlich nicht viel, sondern dann machst du das, was funktioniert. Dann machst du Posen, die funktionieren. Die Bands, die es mögen, fotografiert zu werden, die bieten dir auch was und die haben selber Posen, wo sie wissen, da gefallen sie sich, wenn sie so fotografiert werden. Dann machen die das. Die kriegen natürlich nicht mit, wenn ich dann aufs Display gucke nach der Pose und schüttel für mich so mit dem Kopf, weil es ist unscharf, dann habe ich den Moment vielleicht verpasst. Aber da geht eigentlich nichts verloren. Und die Bilder, die ihr jetzt hier oben seht, die sind alle bearbeitet. Das hier jetzt natürlich ein bisschen arg krasser, da ist ein Photoshop noch ein Overlay drüber gekommen. Das darf jetzt jedem gefallen. Es darf auch jeder sagen, es gefällt mir nicht, ist mir zu viel, ist völlig in Ordnung. Und das hier ist eben das Out-of-Cam-Bild von der Deluxe 8. Ich kann euch jetzt leider keine Einstellungen nennen, die ich da benutzt habe, weiß ich nicht. Und das ist
Vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Auswahl für ein Vorher-Nachher, das gebe ich zu. Aber dass man einfach so ein bisschen sieht, was ist denn bei dem RAW technisch noch möglich, so mit den Tiefen hier zum Beispiel im Hintergrund, ne? Und die LFI fand ein Foto jetzt auch gar nicht so schlecht. Also muss man sich jetzt, glaube ich, nicht nass machen, wenn man mit der fotografiert. Genau. Ich finde es schade, dass die D-Lux 8 immer bei 24 mm startet. Für Street wäre letzte Brennweite vor dem Herunterfahren oder wählbare Startbrennweite wirklich sehr viel angenehmer. Und da sind wir halt auch wieder bei dem irgendwie, ich muss halt bei dem Equipment, was ich brauche. In erster Linie kaufe ich es ja für mich, denke ich. Gucken, was will ich denn machen? Wenn ich jemand bin, den Street brutal interessiert oder ich bin mehr so der Landschaftstyp, dann werde ich mir wohl vorher Gedanken machen, ähnlich wie der Kollege, wo ich vorhin gesagt habe, was ist denn jetzt dafür die beste Kamera? Bis er dann drauf kommt, ach, es ist gar nicht die Kamera, das Objektiv macht den Unterschied, ob es jetzt für Sport geeignet ist, ne? Weil 24 mm bei Fußball, deswegen blöd. Und wenn ich das für mich gefunden habe und merke, ich werde besser und ich will vielleicht Geld damit verdienen, ich bin aber mit meinem Equipment zufrieden, wann ist denn dann der Punkt? Ist der Punkt für ein Upgrade dann sinnvoll, wenn ich es mir einfach leisten kann, ohne dass mir auf dem Konto was fehlt? Kann Kriterium sein. Ich bin so jemand, ich brauche das einfach manchmal, dass ich was Neues auspacke. Einfach, ne? Das ist so wie so ein vorgezogenes Weihnachten. Ich gönne mir jetzt mal was, irgendwie, ich habe jetzt Lust, irgendwas Neues auszupacken. Ist es eine Belohnung für mich, weil ich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht eine schlechte Zeit irgendwie hinter mir habe und ich brauche mal einfach so ein paar Endorphine irgendwie. Oder Oder, Motivation allgemein irgendwie, genau, oder habe ich einen Kunden, der jetzt plötzlich was von mir will? was ich machen kann. Konnektivität zum Beispiel, wo ich denke, Mist, eigentlich mit der Kamera bin ich echt zufrieden. Wegen der Technik brauche ich es jetzt gar nicht. Danke Richtig, für den ja. Einwurf. Ja, die beste Kamera ist die, die dabei ist und zum Einsatz kommt. Und die Ergänzung dazu, die teuerste, ist die, die daheim liegt. Weil mit der mache ich einfach kein Foto. So, Richtig. ne? Und sobald ein Kunde natürlich bezahlt, muss ich entweder sagen, kann ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht. Such dir bitte jemanden, der das kann. Das mache ich zum Beispiel bei Video. Also ich habe schon ganz viele Anfragen auch von Bands abgelehnt, irgendwie, weil Video einfach ein Markt ist. Die hätten gerne Mitschnitte. Und ich muss ehrlich sagen, Video ist was, was mich null interessiert. Mich interessiert das Medium nicht. Ich habe überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und das sage ich den Leuten dann aber auch so. Und sage, sorry, ich mache Fotos. Können wir es irgendwie teilen? Meinetwegen zahlt er immer weniger, weil er noch einen Videografen braucht. Das ist mir wurscht. Machen die natürlich nicht, weil es ist convenient, einfach einen zu nehmen, der Der beides beides macht. anbietet. Das ist für mich aber auch in Ordnung. Das Also, ist bei das ist. Hochzeiten ja auch nicht anders zum Beispiel. Genau, und das ist jetzt aber auch der. Ich werde auch nie das vollberuflich machen wollen, weil dann fehlt mir diese Freiheit zu sagen, der Markt will das und da will ich aber nicht mitgehen. So, es ist cool, wenn du meine Bilder nicht magst. Du findest jemanden, wo dir die gefallen. Und wenn du sagst, du brauchst unbedingt Videos, ist auch cool, dann aber halt nicht ich. Es ist halt auch immer natürlich eine Geldsache. Also manche, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, verkaufen sich auch für etwas, was sie vielleicht gar nicht machen wollen. Manchmal muss man es vielleicht tun, vor allem vielleicht am Anfang, dass man irgendwie so ein breites Spektrum anbietet und dann findet man heraus irgendwie, was einem liegt und worauf vielleicht die meisten Anfragen kommen. Aber ich finde, man merkt, wenn jemand was aus Leidenschaft macht oder weil er es machen Ja. muss. Also da finde ich, unterscheidet man irgendwie deutlich. Und ich finde es ganz gut, dass du dann auch bewusst sagst, nee, Video mache ich nicht, auch wenn vielleicht dann ein bisschen mehr Geld noch mit reinfließen könnte. Sind auch, also Aber unabhängig vom Geld sind auch Chancen und Namen, die dir da natürlich, klar. entgehen. Ja, du kannst dann halt nicht sagen, ich habe Sowieso. für die und die fotografiert, weil die und die haben mich halt abgelehnt. Ist aber auch kein Schaden für mich, weil dass die mich abgelehnt haben, deswegen steht ja auch nirgendwo. Also weißt du, außer Klar. mir und denen Weiß ist es das ja keiner. keiner. So. Und wie gesagt, ich arbeite Vollzeit. Das geht jedem von euch, glaube ich, so, der ein Hobby hat und aber eigentlich, ne, als was anderes arbeitet. Ich muss in meinem beruflichen Alltag, der mir die Miete zahlt, schon genug Kompromisse machen. Das fange ich doch in meinem Hobby oder in meinem Nebenjob nicht noch an. Wofür denn? Also da kann ich es mir leisten jetzt einfach. Deswegen arbeite ich trotzdem viel dafür. Und die meiste Zeit ist nicht fotografieren, sondern ist E-Mails schreiben und telefonieren irgendwie und Klinken putzen und fragen und gucken. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Aber da fange ich doch nichts an, wo ich mir denke, nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Das soll ja trotzdem noch Spaß machen. Ich wollte es gerade sagen, also darum geht es ja auch hauptsächlich. Ja.
Ja. Waren wir so fast am Ende, oder nicht? Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Ich habe gar nicht geguckt. 20:03 Uhr. Kurz noch. Also ich habe, weil ich würde jetzt einfach mal noch kurz durchscrollen. Es gibt so ein paar Sachen, die ich mir vielleicht fernab von dieser Leica M-Thematik noch überlegt habe. Hier zum Beispiel halt, was brauche ich denn wirklich? Also es wird oft geredet, irgendwie Leica ist nichts, weil da ist die High-ISO-Performance ist nicht so gut, außer jetzt bei der M11 vielleicht und der SL3, da weiß ich es nicht. Ne? Die M11 ist echt ein Nachtsichtgerät, schon krass. Vollformat ist besser als APS-C und spiegellos ist besser als mit Spiegel irgendwie. Und dann, ich weiß nicht, ich finde es dann oft schade, dass ich von den Leuten, die so vehement hinter sowas stehen, keine Bilder sehe. Ja, die verlinken dann nicht ihr Portfolio, wo ich mir denke, oh, das ist jetzt aber einer mit Renommee, muss ja was dran sein. Ich kann es nicht überprüfen, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Meinung. Und wir fotografieren ja auch keine Datenblätter. Ich verstehe, warum es für manche ganz interessant sein kann. Ja. Dadurch, dass ich jetzt auch die Galerie mache, bin ich halt eher so Momente spannend, die halt was erzählen, die mich irgendwie packen, die mich greifen. Und ob das dann, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, ein bisschen unscharf ist. Wenn es jetzt den Bild, also den Bildausschnitt gar nicht so stört, dann finde ich das auch Ja. interessant. Ja, das wollte ich nur noch mal mit einfließen lassen. Ja, Aber und das ist aber, das ist eigentlich ein guter Einwand, weil wenn du jetzt eine Galerie zusammenstellst, du versetzt dich ja irgendwie in den Betrachter rein und überlegst dir, es soll ja interessant sein. Manche Bilder sollen dazu einladen, sie sich vielleicht länger anzugucken, aber es muss auch kurzweilig sein, weil nicht jeder nimmt sich vielleicht 5 Stunden Zeit, jetzt hier durchzulaufen. klar. So. Und welche Bilder nimmst du denn? Du nimmst doch die, wo irgendwie was hängen bleibt, die so ein Aha, oh, die nachdenklich machen, die einfach nur auslösen, oh, finde ich schön, gucke ich mir gerne an. Kunst ist halt auch sowas irgendwie, ist so wie das bei Leica, The World Deserves Witness. Es sind vielleicht halt auch oft Bilder dabei von Kriegsschauplätzen, die man sich nicht gerne anguckt. Kurze Werbung vielleicht an der Stelle, irgendwie, wie ich im Urlaub am Bodensee war, haben wir natürlich auch die Kollegen vom Leica Store Konstanz besucht. Da war eine Ausstellung von Alexander von Biedenbeck. Hope mit Schwarz-Weiß-Bildern aus den Armutsvierteln von den Philippinen. Brauchst du jetzt nicht meinen, dass das, also das, ne, weißt du, das sind so Bilder, die hängst du dir nicht ins Wohnzimmer über den Kamin oder so. Das sind keine Bilder, die schön anzuschauen sind. Und aber das ist für mich, weil wir es vorhin hatten, was ist denn das Wesentliche? Auf Einstellungen bezogen ist es Blende, ISO, Verschlusszeit. Fokussieren muss ich können. In der Fotografie, denke ich, geht es darum, Geschichten zu erzählen. Und wenn die Geschichte erzählt ist, wenn das Bild in mir was auslöst, dann fragt der Betrachter, unabhängig davon, ob er jetzt fotografiert oder nicht, fragt, glaube ich, nicht kritisch, na, also scharf ist aber anders, ne? Das ist aber schon ein bisschen blurry oder auch Oder das da hättest du Bokeh. abblenden oder Genau, ne, ja. so, dann ist es auch egal, ob es zu dunkel ist, dass du kaum was erkennst irgendwie, sondern es geht darum, löst es in mir was aus oder nicht. Und wenn es das tut, dann sind so technische Feinheiten wie Schärfe, wie Nachbearbeitung, dann erübrigt sich auch, ist das Bild out of cam? Alter, ist doch, ne, ist Latte, ist so, wenn das Bild was mit dir macht, ist doch cool, freue ich darüber. Und aber auf der anderen Seite, wenn es nichts mit dir macht, dann ist es auch egal, ob der Fotograf das 5 Stunden aufwendig in Photoshop bearbeitet hat, wenn das Bild nichts aussagt. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob es mit einer 40.000 € Mittelformatkamera gemacht worden ist. Entschuldigt den Wortlaut, aber wenn das Bild scheiße ist, dann interessiert es nicht. Und genauso wenig interessiert es aber, wenn das Bild gut ist. Dann fragt dich keiner, hast du es mit einer D-Lux 8 gemacht oder war das eine S2 irgendwie oder keine Ahnung. Es geht ums Bild. Und das finde ich dann schade, dass die Leute immer so wenig Zeit irgendwie mit Erfahrungsaustausch irgendwie verbringen, sondern halt und ihr Equipment vorzeigen, weil eine Kamera an sich, wenn ich die auf den Tisch stelle, die erzählt mir nichts. Die ist halt langweilig. So Werkzeug. kommt drauf an, was ich damit mache, Dann gehen ja. wir da. Haltungstechnisch habe ich einfach mal so einen Satz mitgegeben oder gefunden. Ich weiß nicht mehr von wem. Den fand ich ganz cool. I am we. Also Englisch, ich bin wir. Wirklich einfach mit dem Mindset, irgendwie Professionalität ist halt auch irgendwie sich klar zu machen, egal wie ich ans Set komme, wie gut gelaunt oder wie schlecht gelaunt ich bin, das strahlt einfach ab. Und wenn jeder schlecht gelaunt ans Set kommt, irgendwie, dann hat einfach keiner Spaß. Ich habe auch schlechte Tage. Ich habe auch Tage, wo ich zum Beispiel keinen Bock auf die M habe, weil sie mir zu anstrengend ist manchmal.
Also ohne Mist. So, und dann gibt es aber Tage, wo ich mir denke, so, und dir, kleiner Kasten, zeige ich jetzt aber, dass ich mit dir die Bilder mache, auf die ich Bock habe. Aber das ist auch so eine kleine Hassliebe. Und ansonsten würde ich euch einfach einladen, wenn es euch interessiert, den Text ein bisschen durchzugucken, einfach mit Blick auf die Zeit. Weil, vielleicht ist dem einen oder anderen ja noch was eingefallen, was er fragen möchte, anmerken möchte, kann ja auch irgendwie ein eigenes Erlebnis sein oder so. Genau. Mal gucken. Zum Beispiel bei so Teamsitzungen, ne? So, wer fängt an? Ansonsten würde mir jetzt zum Beispiel noch spontan einfallen, der YouTuber, wo ich vorhin erzählt habe, bei all dem, was wir jetzt momentan technisch so an Möglichkeiten haben, ne, und ich kenne ja jetzt dann halt auch hier, kriegst du ja auch manche dann mit, die mit Leica fotografieren und dann schimpfen, da funktioniert das in der Software nicht und das ist zu langsam und ja, kann sein. Und dieser eine Fotograf, der fotografiert zum Beispiel immer noch weltweite Medien- und Werbekampagnen mit einer 5D Mark II, weil er einfach sagt, es von den Farben und von der Funktionalität und von dem, was er braucht und von dem, was den Kunden zufriedenstellt, genau das, was den Job macht. Weil er einfach auch sagt, er macht es halt hauptberuflich, klar, und dann ist jede Anschaffung eine Investition. Und die muss ich irgendwann gegenrechnen. Bei jedem Euro, den du ausgibst, muss ja irgendwo der Point of Return sein, wo du sagst, okay, da hat sich das Equipment finanziert, da hat sich's gelohnt. Und das ist halt einfach bei manchen neueren Kameras vielleicht nicht der Fall, weil es fällt niemandem auf, dass das Bild technisch besser ist. Also, wenn weiß ich nicht, so eine 2x3 Meter Anzeige irgendwo hängt, weiß ich nicht, ob mich das jetzt noch mehr zum Kaufen einlädt, irgendwie nur weil die Kamera das besser aufgelöst hat. Weiß ich nicht. Und auch zu Hause sitzt man ja auch oft da. Ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich denke, ich brauche jetzt gerade keine neue Kamera. Ich brauche vielleicht echt mal ein anderes Objektiv. Ich würde auch keinen Markenwechsel mehr machen. Irgendwie, ich habe jetzt zwei, drei, mit denen ich ultra zufrieden bin. Warum soll ich das machen? Oder ich weiß noch, glaube ich, damals der Roland, ich weiß gar nicht, ob er heute da ist, der damals, als die M11, glaube ich, rausgekommen ist, irgendwie gesagt hat, ich für mich hätte jetzt keinen Mehrwert, jetzt das Upgrade zu machen. Weil für meine Art der Fotografie, ob ich jetzt 24 Megapixel habe oder 60, bringt man nichts. Also ich glaube, da ist halt wirklich wichtig, und da sind wir wieder beim Punkt von ganz Anfang. Was will ich mit den Bildern machen? Was will ich erreichen? Sind die nur auf einem PC? Sind die irgendwo auf einer Festplatte? Hänge ich die in 2x3 Meter irgendwo hin? Will ich Ausstellungen machen? Will ich Bücher machen? Will ich Kataloge machen? Und ich glaube, da sind sich nicht so viele bewusst mit diesem Themengebiet. Weil du auch gerade erwähnt hast von dem Fotografen, was wir uns auch angeschaut haben, ist, es gibt auf Instagram so einen Fotografen, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, er heißt Expired Film Club. Hast du erzählt, ja. Der nimmt Kameras aus den 20er, 30er Jahren, teilweise noch älter, eine Klackkamera, was auch immer, alles analog. Und er hat angefangen, als Fan auf Fußballspielen Bilder zu machen, also währenddessen Bilder zu machen. Und es hat dann einzelnen Fußballteams so gut gefallen, dass die ihn jetzt tatsächlich nach Jahren eingestellt haben. Und er macht jetzt Bilder von diesen Fußballteams oder ich glaube auch allgemein Sport, bin mir gerade nicht sicher. Und er hat jetzt aber nicht gesagt, oh, jetzt bin ich hier aber Fotograf, jetzt kaufe ich mir eine was-weiß-ich-Kamera, sondern er nimmt weiterhin eine White Lux zum Beispiel auch und macht Panoramaaufnahmen auf Film mit. Also wie der Name auch schon sagt, Expired Film Club, auch mit abgelaufenen Filmen. Und das finde ich auch super spannend, weil ja, die ganzen anderen Bilder machen halt alle anderen. Alle gehen nach links, du bleibst rechts. Und er macht halt auch einfach was anderes, was keiner macht, vor allem im digitalen heutigen Zeitalter, wo alles so schnell gehen muss. Und das fand ich eben auch so spannend, weil ich ihn dann so ein bisschen verfolgt habe, dass er eben nicht gesagt hat, irgendwie, er kauft sich jetzt eine Sony Alpha 7. Was auch immer, was es gerade gibt, oder irgendwas, oder eine Videokamera, was weiß ich, sondern wirklich gesagt hat, nee, ich habe sowieso schon so viel an Kameras, weil er auch Sammler ist. Ich nehme einfach das, was da ist. Also auch super empfehlenswert, mal Ist ja auch, seinen auch Kameras zu authentischer. gucken. Also es Ja? gab doch mal diese, wie hieß die denn? Ich glaube, diese Nik Collection für Ja, Lightroom, ja. wo du dann zum Beispiel auch so Nassplattenfilter über Fotos legen konntest. Und
Ja, also ich weiß nicht, das kann gut ausschauen, irgendwie wie es soll, aber es ist halt einfach verdammt nochmal keine Nassplatte so. Also wenn spätestens dann, wenn dann einer irgendwie anfängt, sich damit zu beschäftigen und sieht das Bild und denkt, es ist vielleicht, weiß ich nicht, abfotografiert, gescannt und sagt dann, ja Mensch, es ist ja toll, dass du das magst, ne? Und dann kommt raus, du kennst dich damit gar nicht aus, sondern das ist halt einfach fake. Weiß ich nicht, so, ne? Also, und das ist halt, das ist authentisch irgendwie und ich würde jedem, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe auch manchmal so Phasen, da finde ich meine Bilder echt scheiße. Also auch an der Website, glaube ich, bastel ich bestimmt jede Woche und dann gibt es Phasen, da finde ich sie ganz gut. Dann gibt es Phasen irgendwie so, ist Gott sei Dank jetzt nicht vor dem Talk, sonst wäre ich hier halt echt unsicher reingekommen, wenn ich Das heute wäre Morgen gekommen. aufgestanden wäre und mir gedacht hätte, also eigentlich, was erzählst denn du? Das ist völliger Schlons, was du da machst. Aber bei dem Instagram-Post jetzt von euch, da stand ja auch, kann man mit der Leica M überhaupt professionelle Bilder machen? Und dann, als ich das zurück zusammengeschrieben habe, habe ich mir schon auch gedacht, was die Kameramarke für eine Geschichte hinter sich hat. Noch bevor es irgendwelche anderen Kamerahersteller gab. Und es gibt durch Leica Zeitzeugnisse von ganz, ganz wichtigen Ereignissen, noch weit vor Autofokus, noch weit vor ISO 12400, Schlag mich tot oder keine Ahnung. Und es ging. Und es waren Bilder, die sind heute noch wichtig irgendwie, weil sie gezeigt werden, weil sie in Ausstellungen stattfinden, weil sie gekauft werden, weil es einfach auch Sammler gibt, die sagen, es ist nach wie vor ein tolles Bild. Ob es schön anzuschauen ist oder nicht, denk an diese Schwarz-Weiß-Vietnam-Bilder und sowas irgendwie, die einfach um die Welt gegangen sind. Und das hat aber jeder. Also jeder von uns hat mal angefangen und hatte keinen Plan. Bei Rock im Park zum Beispiel habe ich einen Fotografen dann auch angesprochen, der für das, also ganz offiziell für das Mediateam des Veranstalters da war. Und das, was der an dem Wochenende abgerissen hat, das fand ich einfach nur, also, wir waren teilweise in denselben Fotogräben gestanden. Du stehst ja dann wirklich einen Meter nebeneinander vor derselben Band. Du siehst dieselben Leute. Und irgendwann merkst du, der ist weg nach dem zweiten Song. Er hätte eigentlich noch einen, aber der war halt schon auf dem Weg zum nächsten Fotograben. Und dann, wenn du selber aus dem Fotograben gehst, siehst du schon seine Bilder gepostet. So, wo ich zum einen mir denke, verdammt, war der schnell. Dann gucke ich mir aber das Bild an und denke, wo zur Hölle im Fotograben standen der, dass der die, wo kommt denn diese Perspektive her? Und dann auch noch die Bearbeitung und das alles in der Schnelle der Zeit, wo dann auch klar ist für mich, also in dem Mediateam zu sein, ist nochmal eine Schippe drauf, einfach an dem, was du leisten musst. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, kann ich nicht. Das ist auch der Grund, warum ich nicht in dem Mediateam bin, aber der schon, weil der kann es. Und mit dem habe ich mich kurz darüber unterhalten. Dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, weißt du, heute ist Freitagabend, ich habe schon gar keinen Bock mehr, morgen zu kommen, nachdem ich deine Bilder von heute gesehen habe. Und dann gucke ich mir meine dagegen an und bin unzufrieden. Ich finde die einfach blöd. Und Marcel heißt er, Grüße gehen raus an dich, wenn du das jetzt hier sehen solltest, der dann ganz menschlich gesagt hat, du weißt du was, mach dich nicht nass, habe ich auch manchmal. Also habe ich auch, wenn ich an die Bilder von Kollegen irgendwie denke, die das Gleiche machen wie ich, könnte ich auch manchmal im Strahl kotzen, weil ich meine Bilder nicht so cool finde. Das hält manchmal eine Woche, manchmal zwei. Manchmal bist du kurz davor, die Kamera komplett wegzuhängen, weil du denkst, was mache ich da eigentlich? Es gibt so viele, die es besser machen. Und das ist aber vielleicht für mich auch so der Abschluss, ob jemand technisch ein besseres Bild macht. Ich glaube, Fotografie ist im Kern gar nicht so viel Wettbewerb. Weil um zu sagen, ich fotografiere besser als du, müsste ich genau das Gleiche machen. Wir müssten das gleiche Genre machen. Wir müssten vielleicht vom Auftraggeber dasselbe Motiv haben, was wir fotografieren, um dann irgendwie sagen zu können, du oder ich hat es besser umgesetzt oder keine Ahnung. Ansonsten ist Fotografie an sich furchtbar subjektiv. Wie mit dem Bild, was ich euch vorhin gezeigt habe. Dem einen ist es vielleicht zu bearbeitet, der andere denkt vielleicht, geht aber noch was, ne? Aber worum es eigentlich geht, ist die Begegnung zwischen den Leuten, kann ich denn mit dem menschlich? Weil egal, was ihr eigentlich fotografiert, sobald es einen Auftrag gibt, gibt es jemanden, der eine Erwartung an dich hat, den Auftraggeber. Und wenn der ein Porträt will, muss ich ziemlich eng mit dem zusammenarbeiten. Und wenn wir uns nicht verstehen, dann kann ich technisch die besten Bilder machen. Es spielt in dem Kontext für das Ergebnis keine Rolle. Es wird nicht funktionieren.
Hingegen, wenn ich musste so schmunzeln, könnt ihr vielleicht auch reingucken, wenn euch das noch Ja, interessiert. sehr. Marco Schmidt war im Talk vom Leica Store Heidelberg, der ganz ehrlich gesagt hat, ey, hör mal, ich hatte vorher bis vor 3, 4 Jahren mit Fotografie gar nichts am Hut. Ich habe mir eine Kuh gekauft und ich habe die ersten Aufträge komplett im Automatikmodus fotografiert, weil ich nicht wusste, was ich da mache. Aber der hat ein Auge dafür und der ist scheinbar einfach unheimlich sympathisch, dass die Leute ihn relativ schnell sehr nah an sich ranlassen. Und dann ist egal, ob du weißt, was du da machst, weil das Bild einfach funktioniert. Weil was ich in Photoshop nicht rein bearbeiten kann, ist die Chemie zwischen den Leuten. Das kann ich nicht faken, ob das jetzt ein echtes Lachen ist oder nicht, ne? Und das sieht man Ja. vor allem, ja, ob es, ja, vor allem bei Emotionen. Ist es Ja. echt, ist es gespielt, ist es jetzt nur für die 2 Sekunden oder war das 2 Stunden lang nur irgendwie? Ja. Und das ist vielleicht auch für Bands, die auf Tour gehen, irgendwie, das ist ja Stress. Du bist einfach, weiß ich nicht, ein paar Wochen oder ein paar Monate irgendwie fernab von zu Hause. Du hockst die ganze Zeit aufeinander. Und dann den Tourfotografen mitzunehmen, der ja kein Bandmitglied ist. Ja, ihr könnt ja vielleicht auch nicht auf jede Tour den gleichen Fotografen mitnehmen, weil der ist ja von einer anderen Band gebucht. Das muss menschlich passen. Also Fotografen, wenn ich jetzt nur auf Nürnberg gucke, mein Ziel war immer so ein bisschen in Nürnberg irgendwie, es klingt jetzt vielleicht blöd, wer zu sein. So dass man den Namen einfach ein bisschen kennt irgendwie und weiß, ich glaube, der macht Fotos. Ja, Leute, ganz ehrlich, allein wenn ich auf Nürnberg gucke, gibt es so viele, die, und da sind wir jetzt bei dem, was ist besser, was ist schlechter, die bessere Bilder machen als ich. Da braucht man nichts einbilden. Und von denen sind bestimmt auch ganz viele furchtbar sympathisch und nett und witzig und eloquent. Und da sind bestimmt auch viele dabei, die von Fotografie eigentlich keine Ahnung haben, aber die diesen Charme einfach nutzen können, irgendwie, damit man es dem Bild dann ansieht. Und dann sind wir dabei, wenn das Bild gut ist. Spielt es jetzt eine Rolle, dass ich wusste, was ich da eingestellt habe? Es hilft, wenn man vielleicht weiß, was man Ja, tut, ne? aber manchmal hat man, manchmal ist es auch Glückssache. Ja. Lieber Jo. Daniel, liebe Olivia, ich hätte noch eine Anmerkung. Ihr könnt ja furchtbar viel über eure Fotografie, über eure Bilder, über die Hintergründe, um das Drumherum erzählen. Und wir sind ja beim Stammtisch immer beieinander und da gibt es viele Leute, die das sicherlich auch interessieren würde. Nicht alle, muss auch nicht für jeden der Fall sein, aber wenn man sich vielleicht mit ein paar über ein paar Bilder unterhält. Ich könnte mir also vorstellen, dass man oben in der Galerie 3 Bänke hinstellt, den Monitor anschaltet, den Stick bereit macht und dann einfach maximal vielleicht 5 Bilder zeigt und dazu ein paar Worte Gerne. sagt. Das wirkt anregend auf alle anderen, Ja. macht Mut, auch selber mal was zu zeigen, denn das haben viele nicht. Ich habe gerade bei unserem letzten Stammtisch hat mir dann jemand gesagt, Mensch, ich hatte heute wieder einen Stick dabei, habe mich aber nicht getraut und es hat auch, glaube ich, kein Interesse gefunden hier. Und dann ist er mit seinem Stick wieder nach Hause gegangen. Das ist eigentlich schade. Und das ist auch jemand, der tolle Bilder macht, die man gerne zeigen sollte und diskutieren sollte. Also ich würde vorschlagen, vielleicht geht es beim nächsten Mal nicht, da haben wir vielleicht andere Themen. Aber wenn wir im neuen Jahr den Stammtisch in irgendeiner Form fortsetzen und vielleicht anreichern, um so ein bisschen zeigen von Bildern, diskutieren drüber, und zwar nicht episch, sondern mal bloß als Vorschlag, maximal 5 Bilder, das Ganze pro Fotograf maximal 10 Minuten und dann muss es das sein. Ne? Es muss Und auch nicht das wird. super. Das fände ich toll, wenn wir das hinkriegen könnten. Entschuldigung, es muss auch nicht super streng sein. Es soll jetzt keine direkte Portfoliobewertung oder so sein, aber Nee, um Gottes Willen. jedes, das habe ich mir auch schon öfters überlegt, dass wir vielleicht im neuen Jahr mal vielleicht so mit Themen starten, irgendwie Ja. mal. Ja, und dass jeder mal Bilder mitbringt. Du hattest ja letztens, das war im Sommer, glaube ich, auch ein paar Bilder ausgedruckt mitgebracht. Da haben wir uns, glaube ich, zu dritt Weil oder wir das viert. Thema schon mal hatten, irgendwie, weil Ja, das im aber es wird immer Stammtisch vergessen, schon mal leider irgendwie. stattgefunden hat. Und das finde ich aber so lustig, das wird vergessen. Also ich bin jetzt schon auch mal ein bisschen provokativ, ne? Es ist der Leica Store und ihr verkauft Kameras. Und das ist jetzt kein Vorwurf. Also ich nehme jetzt wirklich jede Wertung, nehme ich da komplett raus. Also wenn sich jemand angegriffen Aber es fühlt, stimmt war ja. überhaupt nicht meine Absicht, ne? Und dann was? Dann vergisst man über Bilder zu sprechen. Also wenn man den Laden voll mit Kameras hat, irgendwie, das finde ich dann schon ein bisschen
schrullig irgendwie. Aber ich verstehe den Punkt, und das ist eigentlich genau das. jeden Fall. Weil man sich das aber einreden lässt. Also ich habe es ja bei Kindern auch oft, gerade so Erstklässler oder im Kindergarten, ja, die fangen an zu weinen, die sitzen am Mahltisch und dann gehst du hin, das Kind braucht 5 Minuten, um sich zu beruhigen. Und der Grund fürs Weinen ist, weil das Kind, das daneben saß, sagt, dein Bild ist hässlich. Und ich sage dann immer, ja, aber gefällt es dir denn? Ja, seiner, wenn es dir gefällt, dann ist doch wurscht, wie der das daneben findet. Und es ist so schade, dass das auch vielen Erwachsenen tatsächlich wirklich fehlt. Egal, ob die jetzt 20 sind oder 80. Ich glaube, jeder von euch, seid da nicht zu streng mit euch, dass ihr irgendwie euch denkt, naja, die Komposition bei dem Bild, das kann ich, aber das ist aber kein goldener Schnitt, ne? Echt wurscht, so halt irgendwie hau raus, weil vielleicht auch wenn das Bild ein Schnappschuss ist, was weiß ich, ihr seid irgendwo in Bangladesch mit dem Zug von A nach B gefahren und habt die Kamera einfach aus dem Fenster gehalten und da ist ein Foto entstanden. Das Bild ist vielleicht langweilig. Ganz ehrlich, Leute, wir haben jetzt über eine Stunde Talk gemacht, wo ich ein 34-Jähriger was erzählt über das Fotografieren mit einer Leica M. Hätte da nicht gebraucht, also dass ihr wisst, dass man mit einer Leica M Konzerte fotografiert, der Herr, da braucht er mich nicht. Das wusste er schon vorher, dass das geht, ja. Das war aber der Aufhänger, um mal über Bilder zu sprechen und wie entstehen denn die irgendwie und was mache ich damit. Und vielleicht ist ja dieses Zugfoto aus Bangladesch ein super Aufhänger irgendwie, dass da einer irgendwie denkt, Mensch, das muss eine geile Reise gewesen sein irgendwie. Ich habe Lust, mich jetzt nach den 5 Minuten eine Stunde mit dem darüber zu unterhalten irgendwie, weil ich glaube, das sind viele interessante Stories dabei. Also löst euch von dem Bild, weil ein Bild an sich kann eine Geschichte erzählen, die schlüssig ist. Es kann ja auch einfach nur Spielraum für Interpretation geben, weil es ein Streetfoto ist, wo nicht ganz klar ist, ah, da läuft jetzt eine Person irgendwo hin und ich kann mir eine Geschichte ausdenken. Sondern hinter dem Foto steht ja auch jemand, der es gemacht hat, wie bei der Ausstellung vom Aurelien. Ganz ehrlich, ich bin danach auch auf ihn zugegangen und habe gesagt, Mensch, du, da sind zwei, drei Bilder drin, die finde ich ja so fad. Warum zur Hölle hängen die in groß in der Ausstellung? Ich hätte die nicht genommen. Ich spoiler jetzt nicht, aber als ich die Antwort bekommen habe, hat es plötzlich völlig Sinn gemacht. Dann dachte ich, ah, okay, man muss halt fragen. Und da wird es bestimmt manchen so gehen, wenn wir das, glaube ich, mal anfangen. Ich persönlich, aber wie ihr das macht, ist ja dann wurscht. Ich würde es gar nicht mit Themen machen irgendwie, weil dann hat vielleicht jemand zu Hause und dann sitzt man wieder Kein so Bild, streng vor ja, seinem Archiv und das sagt, stimmt. er kann jetzt heute nichts erzählen irgendwie so, weil ich habe kein Bild, was dazu passt. Ne? Es ist kein Wettbewerb, wo du was einreichst. Und es soll auch wurscht sein, ob jemand ein halbes Jahr fotografiert oder 30 Jahre. Bringt's mit, wie ist egal. Ich fände es auch geil irgendwie. Ich habe noch nie ein Tierprojektor live gesehen. Vielleicht hat jemand sowas rumstehen, was weiß ich. Oder auf USB-Stick irgendwie oder einen Link zu einer Website oder sowas. Also, wenn wir alles so viel Geld für Equipment ausgeben, und da nehme ich jetzt Leica aus, auch topmoderne Canons kosten ein Geld, wo ich mir denke, na, puh. Aber mich interessiert eigentlich, was die Leute damit machen. Fertig. Ja, und auch, dass man vielleicht mal sieht, was den Leuten gefällt, mit denen wir Ja. einmal im Monat ein Bier trinken und nett essen und Smalltalk machen. Was fotografieren die eigentlich? Was machen sie gerne? Was gefällt ihnen? Das interessiert mich und das regt mich dann vielleicht auch an, selber vielleicht in korrigierte Richtung zu gehen gegenüber dem, was ich heute mache. Oder dass Also man ich vielleicht fände dann es auch, toll, wenn wir das hinkriegen würden. ja. Dass man dann vielleicht auch Plätze sieht, ah, die kannte ich gar nicht oder ah, den Blickwinkel habe ich noch nie bemerkt. Nee, auf jeden Fall. Also wir haben es mal über Instagram den Sommer lang, weil das auch gerade der Joachim gesagt hat, mal versucht mit diesen Alltagsthemen, das dann immer irgendwie so zwischen 20 und 40 Followern, sage ich mal, immer was zugeschickt haben. Und dann haben wir das auch immer so ein bisschen präsentiert. Aber dass wir das in echt machen, das wäre, glaube ich, ganz cool. Also Ja. entweder selber mitbringen, auf einen USB-Stick mitbringen. Wir haben auch im Fuji Store jetzt so eine Station, wo man Bilder direkt ausdrucken kann, wenn es auch nur in 10, 15 oder 15, 20 ist. Wenn man kurz vom Stammtisch oder uns auch zuschickt, kann man das auch sehr gerne so lösen. Also das wäre, glaube ich, auch, das wünsche ich mir auch immer jedes Mal. Jetzt kommen keine Ausreden mehr. Dass wir es auch wirklich mal machen. Wir haben auf jeden Fall noch 22 Zeugen, die das jetzt live verfolgt Und dann haben. noch auf Ja, YouTube. also selbst wenn ihr es rausschneidet, es gibt Leute, die haben es gesehen. Nee, aber auf jeden Fall. Ja, nee, finde ich auch cool.
Wenn ich jetzt doch noch mal was fragen dürfte, vor allem Mhm. zur Sportfotografie und zum Fokussieren mit der M, weil das stelle ich mir halt schon sehr herausfordernd vor. Vor allen Dingen jetzt beim Handball, das ist ja, glaube ich, sogar noch mal schneller als Fußball und vor allem sind sie näher dran. Wie machst du das? Also wartest du drauf, bis einer in deinen Fokusbereich kommt oder versuchst du den echt zu verfolgen und drehst den Fokus nach? Okay, also ja, Handball ist deutlich, also ganz ehrlich, ich habe jetzt fotografiert, ich habe mit Basketball angefangen, dann kam Eishockey dazu, Handball und dann Fußball. Fußball ist für mich in dem Kontext, dass ich kein Sportfotograf bin, das dürft ihr nicht vergessen. Ja, ich muss redaktionell nichts abliefern. Meine Bilder sind nicht wichtig für die Nachrichten, ich habe da mehr Zeit, ne? Fußball ist für mich am entspanntesten, weil aufgrund der Spielfeldgröße und des Spielverlaufs ist es einfach am langsamsten. Ja? Handball ist furchtbar schnell. Ich bin aus dem wirklich aus dem ersten Handballspiel, das habe ich nicht mit einer M fotografiert. So ein Ball kommt tatsächlich, da gibt es immer Geschwindigkeitsmessungen mit 152 km/h geflogen. Aus dem ersten Spiel habe ich vielleicht 8 scharfe Bilder mitgenommen. Also, weil ich bin kein Sportfan, ich habe mich nie mit der Sportart beschäftigt. Mich interessieren die Emotionen, die wollte ich festhalten. Ich kann euch auch keine Regeln sagen. Auch zu jedem Spiel, wo ich gehe, muss ich gucken, wie ist das aufgeteilt? Sind es Drittel? Sind es Viertel? Wie lange ist die? Ich habe keine Ahnung, ich merke mir das nicht. Und ja, beim Basketball gab es Situationen, wenn der Spieler ausgewechselt wird, kann man sich relativ nah an die Teambank stellen und der klatscht dann immer ab, wenn der ausgewechselt wird, ne? Und da habe ich tatsächlich, wenn ich die M dabei habe, mal. Versuche ich dann nachzudrehen, weil der kommt ja immer näher. Klappt mal besser, klappt mal schlechter. Oft ist dann das Bild, was ich eigentlich hätte haben wollen, nicht das Schärfste. Und beim Handball ist es tatsächlich so, dass ich auf Linien auf dem Spielfeldrand vorfokussiere und dann einfach warte, bis da die Action stattfindet, die ich will. Bei dem, nicht nur bei dem Spiel, was ich da jetzt mit der M11 fotografiert habe, sondern generell habe ich beim Handball eigentlich nur das 35er und 50er dabei, egal welche Kamera ich jetzt dabei habe, weil ich finde, es reicht mir. Jo, Holger, schön, dass du dabei warst. Tschüss. Das reicht mir. Und dann wird halt zugeschnitten. Genau, aber um den Fokus zu setzen, tatsächlich ist es sehr entspannt und dann ist es auch eigentlich schneller. Und da müsste man jetzt vielleicht, das würde mich jetzt auch interessieren, einen wirklich professionellen, redaktionell eingebundenen Sportfotografen mal fragen, weil wenn ich mir die Zeitungen angucke, wie viel Fotografie findet denn da statt im Vergleich zu dem, wie viel die pro Spiel fotografieren? Da wird ja in Serie durchgeschossen, da meinst du gerade, du stehst im Schützengraben. Eigentlich würde das dem auch reichen, auf eine aussagekräftige Aktion zu warten, weil Zeit genug haben wir ja. Weil ich sitze dann da, ich drehe meinen Fokus und beobachte einfach. Und solange die in der anderen Spielfeldhälfte sind, habe ich eh nichts zu tun. Und sobald ich merke, oh, jetzt kommen sie langsam in den Bereich, der für mich interessant ist, dann nehme ich die wieder hoch. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann hast du auch natürlich keinen Ausschuss, weil aufgrund der Dauer, die du da hast, dir über Einstellungen Gedanken zu machen, das Bild, was ich dann habe, passt auch von vorn bis hinten so, wie ich es gern hätte. Genau. Also ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder sowas, haut gerne raus. Wenn euch später noch was einfällt, irgendwie könnt ihr mir auch gerne schreiben. Mir geht es oft irgendwie so, dass mir spontan dann nichts einfällt und dann denke ich mir 2 Stunden später, ach, Mist, dann meldet euch einfach. Entweder so oder auch über YouTube gibt es ja auch die Genau, Kommentarfunktion. Müsste jetzt irgendwie bis spätestens Anfang nächster Woche online kommen. ja, also gibt nichts zu verstecken, gibt kein Geheimwissen. Ich sage da nicht, boah, der Tipp kostet aber 500 €, also fragt einfach. Ciao in der Runde. Vielen Dankeschön. Dank. Jo, Danke auch. tschüss. Gut. Schön war's. Ja, danke, dass du da Ja, warst. danke für die Einladung.